sind jetzt hier in GTA Roleplay. Ne, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit das RP so ein bisschen schleifen lassen vom Stream her. Es ist nicht ganz so viel passiert, außer halt Arbeiten. Auch in den letzten Tagen war ich auch eher weniger auf dem Server. Wird sich aber ab heute tatsächlich ändern. Das hängt heute von dem Faktor ab, was ja auch heute Thema im Stream ist, wenn man es halt sehen kann. Wir haben heute ein Vorstellungsgespräch beim LSPD. Unter anderem haben wir dann die Möglichkeit mit dem Herrn Weiß, was heißt mit dem, also ich schätze mal, dass er das Bewerbungsgespräch führt, bei OC weiß ich, dass er halt die Gespräche halt immer führt. Und ja, das ist so, es ist schon krass. Es ist schon krass. So. Was sich heute für Möglichkeiten erbietet. Ich muss auch sagen, wir hatten gestern auch ein klärendes Gespräch mit Peyton gehabt. Läuft auch nicht mehr alles so rosig. Das Problem ist einfach so, diese beiden sind im Alltag angekommen. Und ein Problem, was ich ja schon, glaube ich, in einem oder mehreren Streams ja schon besprochen habe, ist definitiv, dass die beiden sich nur noch die Klinke in die Hand geben und sich kaum noch sehen. Und ich habe ja auch da so ein bisschen gesagt, und da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Sicht von Steffi so ein bisschen, ist halt so, was Jack so am Wochenende hatte, tatsächlich war so dieses Ding, er hatte jetzt frei am Wochenende, er hätte Zeit gehabt für Peyton, aber Peyton hat in dem Sinne Zeit nicht für ihn gehabt. Also sie war halt auf der Arbeit und bei Freunden und das ist halt die Sache, Jack hat jetzt mal erfahren, deswegen, ich würde das jetzt auch gar nicht so abwertend sagen, weil Jack hat jetzt dadurch erfahren, wie Peyton sich halt fühlt, wenn Jack immer ständig halt weg ist und die beiden sich halt nur zwischen Tür und Angeln finden sehen. Und das Dämliche war einfach so, ich kann einfach keine Frauen weinen sehen oder hören. Und das war gestern sehr emotional. Dann hatte ich noch den Fail gehabt, dass ich vergessen habe, in der ganzen Aufregung zu trinken. Weil ich tatsächlich dachte erst, dass Peyton die Beziehung beendet zu Jack. Aber man wird jetzt erstmal die nächsten Tage wahrscheinlich abwarten, wie sich das entwickeln wird. Gerade jetzt, wenn Jack heute im PD halt anfängt. Plan B ist ja, wenn das mit dem PD nichts wird. Kann ja sein. Wir müssen das Unmögliche auch möglich machen. Aber natürlich, ich werde jetzt Vollgas geben. Und eigentlich sollte dem jetzt nichts im Wege stehen, dass wir angenommen werden sollten. Solange ich da nicht stehe wie ein Stotterfrosch, sollte eigentlich alles gut sein. Sollte Plan B ist tatsächlich, dass wir bei Mary Alpha halt bleiben. Dann bleiben wir dort. Und steigen dort in der Personalabteilung. Vielleicht übernehmen wir vielleicht auch irgendwann mal den CEO-Sitz. Ich weiß es nicht. Was Jack definitiv aber braucht, ist Raum für sein Privatleben. Auch wenn das gerade nicht geht. Da müssen wir jetzt definitiv, das muss Jack. Aber das sollte er auch halt im PD machen. Er muss dann auch halt mal knallt sagen, ey, dann und dann bin ich im Dienst und dann bin ich mal außer Dienst. Und wenn man sich dann mal was vornimmt, mit Peyton mal schwimmen zu gehen, mit ihr und ihren Freunden was zu machen, wie gesagt, dann mal essen zu gehen oder der Tauchkurs, Jack und Peyton wollten auch noch einen Tauchkurs machen. Dafür muss Jack sich dann halt auch Zeit nehmen und muss das auch knallhart durchziehen. Und da darf halt auch nichts dazwischen kommen. Und das ist jetzt schon sehr kritisch, weil Jack gegenüber Meriwether sehr, sehr loyal war. Und es wird nicht gerade besser, wenn Jack im PD wird. Weil da wird er sich noch 10-mal verpflichteter fühlen, länger zu bleiben, wenn es gefordert ist. Wenn eine Gefahrensituation kommt. Das ist halt so. Wir müssen mal gucken, wohin sich das entwickelt. Heute steht jetzt erstmal im Fokus, Jack ins PD zu kriegen. Und das ist auch eigentlich jetzt erstmal, ne, ich wollte jetzt auch mal anfangen zu streamen. Das ist das erste Outfit, was ich für Jack habe, für seine Bewerbung. Also fürs Bewerbungsgespräch. Das ist eigentlich das, wo ich ihn am ersten sehe heute. Ne? Also wir kommen ja in der Zeit jetzt ja nicht ins Aphrodonis, um dann mal eben uns einen Anzug. Weil sonst hätte ich mir tatsächlich halt einen grauen, noch ein weißes Hemd und einen grauen Anzug halt geholt und wäre dann so ins Bewerbungsgespräch gegangen. Aber so würde ich sagen, sieht das auch schon mal gut aus.
Das wäre das, was ich auf jeden Fall favorisiere, um mich im PD zu bewerben hier. Mit dem blauen Hemd, der Krawatte, die Jacke mit der Taschenuhr. Da sehe ich mich schon so ein bisschen. Also, was heißt, da sehe ich mich, aber da sehe ich Jack auf jeden Fall. Ich muss mal gerade mal gucken in der Garderobe. Was man alternativ noch machen könnte. Machen wir mal auf die andere Seite. Da machen wir das. Wir hier mal was haben. Dann haben wir das hier. Dann haben wir das dann da. Und das ist jetzt halt die Frage, was können wir jetzt halt machen mit der, das zum Beispiel könnten wir auch nehmen. Das wäre sehr schlicht gehalten, wenn ich sage, okay, gut, ich ziehe ihm das an. Man könnte damit halt ins Bewerbungsgespräch gehen. Ne, das Hemd reingesteckt, das haben wir auch noch in Schwarz. Weiß aber nicht, ob sich das mit dem Grau so beißt. Kann ich gerade aktuell gerade gar nicht so sagen. Ja, kann man machen. Halte ich allerdings für ein Bewerbungsgespräch, weiß ich nicht. Oder doch, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das bei mir zu leger ist oder nicht. Es ist echt schwierig, das so zu sagen, was da besser passt. Ich finde das jetzt auch gar nicht so schlecht jetzt. Also, das Weiß hat mich jetzt gerade nicht so überzeugt, aber das Schwarz, ja, das hat mich jetzt schon ein bisschen, abgeholt. Jackettmäßig haben wir gar nicht so viel Auswahl tatsächlich. Da fehlt mir tatsächlich noch so ein graues Jackett. Da fehlt mir ein graues Jacket. Und Pansenbeast hat das nicht, das weiß ich. Weil das ist das, ich kann das ja mal eben kurz, ne? Das weiße Hemd. Auf, wir machen das so. Das nimmst du mal hier mit. Das weiße Hemd nimmst du mal mit rein. Dann lassen wir das Jacket. Nimm das mal mit. Und dann nimmst du einmal die Watte. Dann das rote, rot-weiße, hellblaue. Und dann nimmst du nochmal die Weste. So. Sieht das ja schon mal gut aus. Und dann, gucken wir mal.
gefällt mir bisher eigentlich. Hallöchen, Brandon. Na, wie geht's dir? Oh, mir geht's soweit gut. Boah, muss. Bist du arbeiten oder? Ich mach später Ausbildung. Es ist nämlich etwas, worüber ich mit dir reden will. Ja, okay, gut. Ja, ich geh nicht zum Bedienen. Achso, okay, gut. Wo, ja. Darf man denn erfragen, wo du bist gerade? Jetzt gerade bei der Fahrschule, weil ich schnell gekriegt habe. Achso, ja, das ist blöd. Ja, gut. Nur, dass du für dich auch Bescheid weißt, also ich werde nicht zum PD gehen. Okay. Ja gut, ich hatte... Ja. Ich weiß nicht... Habe ich für mich selbst entschieden. Okay. Ja gut, das ist ja auch jedem seine Entscheidung. Ich... werde es dennoch machen. Ich werde zum PD gehen. Ja, klar. Natürlich. Ich habe auch mit Shakira gestern gesprochen. Der, das ist okay, ich soll hingehen. Also das, was sie dir auch gesagt hatte. Hallo. Check, ich rufe dich gleich schon mal. Alles klar. Oh, wow. Würde gar nicht so schlecht aussehen, aber... Da sehe ich das nicht so ganz. Ich sehe das... Das haben wir auch zu Hause. Das müsste ich jetzt nicht kaufen. Ich weiß, dass wir das zu Hause haben.
cremefarbene Sportsack. Können wir nochmal vom Stil nochmal so ein bisschen. Ja, weißt du, nee. Kannst den PD nicht anziehen. Nein. Ach, kann das scheiß Aphrodonis nicht aufhaben? Krawatten. Das Problem an Pansenbeast ist einfach so, du hast da so eine geringe Auswahl an Sachen, die du für dich so nehmen kannst. Ja, check. Warum immer du auch aussteigst. Na komm. Ganz kurz hier sagen, dass wir. Benton ruft uns ja gleich an.
Ach ja, das, der Wagen war mal wieder nicht abgeschlossen. Geil. Na, gesund hört sich das auch nicht mehr an. Es ist ja auch bald soweit. Es ist ja auch bald soweit. Ich gucke ja auch gerade auf die Uhr. Es ist ja bald echt soweit. Also, keine Ahnung. Ja, ist sehr interessant, dass die jetzt dann, dass die Chefs ihre Autos draufstellen. Egal, komm, fick das Stoppschild, ey. So. Moin. Hallo. Guten Abend. Unsere Kollegin gibt gerade, will heute noch ausgeben. Darauf warten wir gerade noch. Oh, ist das die schön. Ja. Okay. Dafür, dass wir sie hergefahren haben. So. Ich hätte gerne einen Tropical Eisbrecher. Den wir hin. Hast du oder nur Tropical Becher? Das wäre nur der Becher. Ist nicht. Okay. Dann geh ich mal zu ihm. Komm mit.
auch einmal für ihr, für sie, das Tropical-Eis? Ja, genau. Gehört sie zur Gruppe zu? Nein. Ja, nein? Achso, dann sind es einfach 10 Dollar. Ich bin für mich alleine. Achso. Ich bin für mich alleine gekommen. Okay, alles klar. 10 Dollar, ne? Genau. Oh, vielen sehr. Dank. Dann gießen Sie Eis und einen schönen Abend noch. Den wünsche ich ebenfalls. Danke. Tschüss. Ich sag mal so, ich kann auch nicht abschätzen, also ich denke mal sowieso ab heute, wenn das alles klappt, dann wird hier sowieso ein anderes RP geben. Wir kommen auf jeden Fall, was ich definitiv sagen kann, wir kommen aus diesem Stehsimulator raus. Aber das ist halt so, das ist auch halt wie dann in der richtigen Polizei halt. Es wird halt schon hart. Nein, darüber sollte man sich keine Illusion machen. Okay. Salam alaikum, salam. Alter, das hört sich echt nicht gesund an mit dem Auto. Das hört sich echt nicht gesund an. Ja, mal gucken. Ich war jetzt gerade noch mal am Überlegen, ob ich nach Hause fahre, aber nee, komm. Das dachte ich mir schon irgendwie. Bei Salam Alaikum, ich dachte mir schon, dass du das bist. Ja, warte, dann muss ich ja trotzdem bei ihm nach Hause fahren.
Kannst du noch mal eben kurz die Outfits bewerten? Einen Moment. Nee, nee, ich... Nee. Warum? Warum sollte ich Trecker haben? Um den Bauernclub glücklich zu machen? Oder? Okay, Ja, ich glaube, da ist irgendwas kaputt gegangen. Also, das wäre Outfit Nummer 1. Das ist auch eigentlich das, was ich fürs Bewerbungsgespräch so favorisiere. Ne, ist dann die graue Anzugshose, die Schuhe, die Weste mit der Taschenuhr, das hellblaue Hemd, die Krawatte. Das ist das, was ich so zu Alternativen habe. Also das ist das, was ich halt favorisiere, weil das eigentlich am besten aussieht. Ja, das sieht tatsächlich am besten aus. Das sollte man aus seinem Kleiderschrank aufschließen. Eine ganz tolle Idee. Weil das Ding ist halt, die Alternativen sind jetzt nicht ganz so groß, dass man sagen könnte, okay, gut, ich variiere jetzt zu was ganz anderem. Hier haben wir zum Beispiel die Krawatte, dann haben wir das nochmal, das weiße Hemd. Okay, weil theoretisch hätte ich, also ich habe zumindest gesehen, dass es theoretisch passt. Ist theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich ziehe dieses weiße Hemd an und dann nehmen wir das violette. Das wäre das zweite. Wenn es mit Jackett sein sollte. Ich finde halt nur einen Sportsacko ein bisschen zu blöde, aber das ist auch halt Geschmackssache. So, fahren wir mal wieder runter. So, was dann, also ohne Sakko, was man ohne Sakko halt machen könnte. Und jetzt muss ich halt echt gucken, dass ich mich halt spute, weil gleich schon das Gespräch ist. Das wäre einmal nur ein weißes Hemd. Also ohne Jackett, dass ich einfach so in dem Hemd halt gehe, ne? Aber das Weiße hat mich jetzt nicht ganz so überzeugt. Und erstmal, hey, Elisa. Hey. Schön, dass du da bist. Und jetzt gucken wir mal. Tauschen das wieder um. So, das wäre einmal in weiß. Dann habe ich nochmal so ein Hemd in schwarz. Das wäre das in schwarz. So, das wäre das in schwarz. Dem zweiten freunde ich mich auch eigentlich mehr an. Das hatte ich auch eigentlich final favorisiert gehabt.
Was ich eigentlich lieber gehabt hätte, wäre noch ein graues Jackett. Aber ich könnte ja euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich mich jetzt ganz in... Oder was heißt ganz? Wenn ich mich mal in schwarz mal kleide. So, dann ziehen wir mal die Anzugshose aus. Und ist das... Ja, das ist die schwarze enge, ne? Ja, das ist die schwarze, so. Das und dann haben wir Sakko mit Tasche, das Sakko offen. Da gibt es noch ein zweites, aber das ist ja das zweite, das brauche ich eigentlich gar nicht so zeigen, weil das hat ein Anstecktuch. Das halte ich fürs Bewerbungsgespräch ein bisschen zu schick. Genau, wir wollen ja uns ja zu einem Vorstellungsgespräch begeben und nicht zu einer Hochzeit. So, dann wollen wir... Zack, einmal wieder die graue nehmen. Dann, was war das nochmal? Ich könnte auch mit einem rot-weißen Hemd variieren. Das ist das nächste. Pass auf, das wäre das zum Beispiel. Aber ich finde das Blaue mit der Krawatte dann einfach besser. Weil das ist mir dann ein bisschen mit dem Rosa, mit den Rosa-Weißstreifen, also mit den Weiß und Rosa, das finde ich ein bisschen zu schrill, muss ich sagen. Deswegen machen wir das mal folgendermaßen. Da habe ich auch noch eine schwarze, kurze Krawatte, aber ich finde dann die blaue Krawatte. Also ich könnte euch auch noch die schwarze Krawatte zeigen. Das wäre die in schwarz. Ja gut, aus dem Blickwinkel habe ich das auch noch nicht gesehen. Kann man natürlich auch ohne Krawatte nehmen. Das ist halt die Sache. Mal kurz, um zu gucken, wie es aussieht. So, das wäre jetzt das, was ich fürs Bewerbungsgespräch jetzt favorisieren würde. Tatsächlich. Also ich kann sagen, als ich damals mich bei Marriott beworben habe, bei dieser Sicherheitsfirma, da hatte ich einfach nur ein schwarzes, zerknittertes Hemd und eine Jeans und diese Lackschuhe gehabt. Das hat damals ausgereicht, aber ja, das ist jetzt halt das PD. Da gehst du nicht einfach nur in Jeans und irgendeinem eingestopften Hemd hin, da musst du schon was hermachen, ne? So. Jetzt nur Jack nochmal eben kurz die Gelegenheit, um aufs Klo zu gehen. Ich auch nochmal. Also nicht nur Jack, auch ich gehe jetzt mal aufs Klo. Wie gesagt, das wird jetzt entscheidend sein. Plan B ist halt wirklich das, was wir in der Hinterhand haben. Deswegen haben wir auch noch nicht gekündigt. Ist halt, wäre halt, wenn das halt nicht klappt, dass wir halt in der Security-Firma bleiben.
Und dort haben wir ja schon einen hohen Stand. Wir haben ja gerade noch mit einem Kollegen halt gesprochen gehabt. Der hat ja gesagt, der geht jetzt doch nicht ins PD. Der bleibt bei Mare River. Und ich habe gesagt, definitiv, Jack geht ins PD. Da braucht er gar nicht zu überlegen. Für mich war das sowieso halt klar, wohin das halt hingeht. Aber ja, wie gesagt, Plan B ist dann erstmal so. Dann machen wir mal authentisches Klo-RP. Hose aus. Setzt sich der Typ nicht hin, ne? So, bis gleich. So. Da bin ich auch schon wieder. Ah, Leute, ich wäre so froh, wenn das klappt. Das wäre halt wirklich super, wenn das klappt. So. Können wir mal kurz nach. Essen haben wir ja genug. Eine gute halbe Stunde ist das noch. Eine gute halbe Stunde. Eine gute halbe Stunde haben wir noch. Das Ding ist aber, ich habe jetzt schon Hummeln im Arsch und... Ja, jetzt fahren wir noch nicht zum PD, aber wir gucken mal kurz. Hat Brandon schon angerufen? Nee. Ich würde jetzt tatsächlich mal eben gucken. Was eigentlich der reguläre Arbeitsplan heute sagt. Darf ich ja im Stream nicht zeigen. Also die externen Dokumente, also das läuft jetzt nicht intern hier über ein Serverprogramm, sondern das haben wir halt über Google Docs halt laufen, unsere Tagespläne. Deswegen wollte man gerade gucken, wie die und wer vor allen Dingen heute arbeitet, weil wenn das jetzt nachher was wird, dann werde ich mich auch halt eigentlich direkt halt dahin begeben und sagen, dass ich kündigen werde. Wie gesagt, Jack überlegt da nicht lange, das ist für ihn beschlossene Sache. Wenn das PD sagt, wir nehmen dich, dann geht er auch ins PD. Okay, was haben wir? Romani, Anders, Welles. Dann haben wir noch Beltrani, Anders, Beltrani, Chris. Hernandez, Capone, Egger, McGree, Schwarz. Die haben Akku-Gespräche.
Ja. Gut, dass die Chefs heute da sind. Dann kann ich ja direkt bei denen sagen, ich kündige. So, ich hab's offen kommuniziert. Das heißt, die sollten eigentlich die Sperrklausel aus dem Vertrag rausnehmen. Hoffe ich zumindest. Ich werde mich jetzt trotzdem mal zum Stadtpark mal begeben. So, finanziell, klar, finanziell ist es ein kleiner Rückschlag. Ich verdiene aktuell mit den Sozialleistungen zusammen und meinem Gehalt, bin ich bei 135 Dollar die Stunde an einem 6-Stunden-Tag. Wenn diese 6 Stunden vorbei sind, kriege ich nur das Gehalt von Mayreffer und das sind dann halt 75 Dollar die Stunde. Ich glaube, klar, wir stecken erstmal finanziell zurück. Das sollte jetzt aber nicht das Problem sein. Wir haben 12.000 Dollar auf der Kante. Wir haben das auf unserem Sparbuch. Auf unser Sparkonto. Ne? Jack hat sich ein Sparbuch gemacht. Wir haben da 12.000 Dollar. Und das ist ein Polster, mit dem wir uns auch so ein bisschen halt behelfen können. Wenn irgendwelche teuren Sachen anstehen, dann können wir auch damit jetzt erstmal arbeiten. Man weiß ja nie, was kommt. Ne? Ich habe auch schon ein Argument, was ich im Bewerbungsgespräch bringen kann. Weil das ist halt so, die Bewerbung, die da abgeschickt wurde, das war ja die vor 2 Monaten. Und da hat ja Jack wirklich, da ist ja was abgeschickt worden, was so ein bisschen, glaube ich, sagt so, hey, ich will nicht hier bei euch arbeiten wegen der Kohle, sondern weil es für mich eine Berufung ist. Es ist meine Berufung, Polizist zu sein. So, das sind unsere Finanzen. Deswegen, hier auf dem Sparkonto haben wir 12.000 Dollar. Auf unserem regulären Konto haben wir gerade 800 Dollar. Uns geht es finanziell nicht schlecht. Ich wünschte mal, es wird bei mir so im Real Life aussehen. Sparbuch 12.000 Euro, 800 Euro so, keine Ahnung. Ach, geht. Ja. Ich mache mir da keine Sorgen für Jack. Das kriegen wir hin. Also wenn es mal ein ganz schickes Essen mit Peyton sein soll, wenn wir uns irgendwas mal gönnen wollen, kein Problem. Das wird an nichts mangeln. Wir haben genug Geld. Wir könnten auch nochmal ordentlich im Aphrodonus halt shoppen gehen. Aber das Aphrodonus hat nicht auf. Dann hätte ich mir noch ein Dann hätte ich mir ein gut sitzendes Jackett geholt, weil das Sportsakko geht zwar auch, aber ich finde, das sitzt ein bisschen zu breit. Da sieht Jack so ein bisschen aufgeplustert aus. Deswegen, ja. Thank you.
schick. Eigentlich sind die immer, also die Bewerbungsgespräche sind eigentlich immer bei ihm. Und meistens sind da noch zwei andere Kollegen. Ich glaube, dieser Winters ist dabei. Und ich glaube, eine Frau Denvers, meine ich. Aber nagel mich da nicht genau fest. Ich kann es dir nicht sagen. Hey, Ziemka! Hey! Es gab schon Katzen, die haben sich bis nach Afrika durchgebuddelt. Boah, immer wenn ich hier bin, ne? Immer wenn ich hier bin, ist hier nie eine Sau da. Die man mal fragen könnte, wie die Preise hier gerade sind. Ich glaube, das ist ein Oracle. Der kostet 30. Ich glaube, die kosten alle so um die 30.000. Das war frei. Oder ist das ein Dominator? Kann sein, dass das ein Dominator ist? Boah, ich kann es gerade echt nicht sagen. Ich muss mal eben hinten gucken, ob es ein Dominator ist. Boah, kann ich gerade echt nicht sagen. Ich kenne mich damit Autos nicht aus. Das ist ein Granger. Hier vorne. Die haben auch auf der Arbeit. Das ist ein Schiff, das werde ich ganz hätte ich mir ganz bestimmt nicht für den privaten Gebrauch holen. Der hat es mir jetzt gerade angetan, weil der mir hier so mit dem Lila-Effekt so ein bisschen zusagt gerade so ein bisschen. Das sieht schon cool aus, finde ich. Hat was. Aber ist ja keine Sau hier, die einmal sagen kann, was da, was der Scheiß halt kostet. Bei dem weiß ich, dass der 30.000 kostet. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten gehen für. Na, ich könnte auch Kredit halt aufnehmen, aber... Ich bin halt nicht so der Freund von Krediten. Wo das natürlich dann auch schnelles Geld ist. Das ist naja, eigentlich Amerika, ne? Alter, fahren wir in den Washington. Ne, der Washington gehört mir. Jetzt muss ich gucken, wo du hier am besten parken kannst. Weil da vorne darfst du ja nicht parken. Das ist das Blöde. Darfst da vorne ja nicht parken. Na, hier werde ich 100%ig nicht abgeschleppt. So, also nicht wundern, wenn ich jetzt gleich auf den Chat nicht eingehe. Ich werde auch jetzt gleich das OBS-Fenster erstmal bewusst halt ausblenden. Damit ich
komplett in der Rolle drin bin. Das ist wichtig. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Hallo. Oh. Da war ich gerade nicht gemutet. Da war ich gerade noch gemutet. Das war blöd. Wenn ich vielleicht etwas sage, was nicht ganz passt oder so, dann versucht nicht mit irgendwelchen Anweisungen in den Chat. Ich sag's nur, nicht, dass das als Meta gedeutet wird. Nicht, dass dann jemand mal draufblickt, wer sich da beim Walter so bewirbt. Und dann sieht man, dass hier gemetert wird. Deswegen, ich halte auch jetzt selbst erstmal, ignoriere ich dann gleich erstmal den Chat und bin 1:1 im Gespräch drin. Dass ihr es halt wisst, dass ihr euch nicht wundert, hä, warum sah ich jetzt nichts? Nach dem Gespräch werde ich mich dann direkt an den Chat halt wieder wenden. Oh nein, das sind wieder genau die richtigen Henker und... Ach nein. Scheiße. Ah. So. Danke, lieber Chat. Und das meine ich. Guck mal, die Leute, die da gerade vorne am Empfang stehen, die sorgen dafür, dass wir immer Action haben werden. Deswegen, was ich mir davon, also was ich mir für euch halt so ein bisschen auch gewünscht habe, ist jetzt halt, wir kommen jetzt von diesem Rumsteh... Also wenn das jetzt klappt, wirklich, deswegen... Sag ich ja, ich ignoriere gleich den Chat und gebe gleich Vollgas. Wir kommen von diesem Rumsteh-RP weg erstmal und haben ja erstmal, sagen wir mal, ein bisschen was Actionreicheres und wir können vor allen Dingen, das war mir auch wichtig, darum ist mir auch selber die Sache mit dem PD so wichtig, wir können jetzt Jacks emotionale Reise weiterhin fortsetzen. Ne? Das Peyton-Ding und das Beziehungsding ist eine Art von Reise, die für Jack wichtig ist. Jetzt kommt ein Teil, der sogar noch wesentlich wichtiger sein wird. Und deswegen freue ich mich so, dass das klappen wird, weil jetzt hat dann Jack die Möglichkeit, sich richtig weiterzuentwickeln. Was ich mir für ihn auch wünsche. Wer schreibt mir denn jetzt? Da, Mensch, das ist doch nicht jetzt nicht, der weiter weiß, oder? Na, das war echt der weiß. Um 10 nach gehen wir rein. Um 20 nach haben wir das Vorstellungsgespräch. Um 10 nach gehen wir, also um 20 nach haben wir das, also um 20.20 Uhr haben wir das Gespräch. Um 20.10 Uhr haben wir, dann würde ich halt reingehen ins PD. So, und dann machen wir jetzt auch mal den hier. Wir machen aus, komplett aus. Also nicht komplett, das wäre der Flugmodus, aber... Mensch. War dann gerade vor schon der Walter. So.
Alles klar. Let's go, Chat. Mensch, keiner am Leitstand da. Das ist halt die Sache. Ich will halt auch wegen den beiden, wegen den dreien da jetzt nicht ganz so nah dran stehen. Hat auch so seine Gründe. Moment, es ist jetzt nur noch eine Pflichtverteidigung, wenn der Tatverdächtige nicht zahlen kann. Ich werde gleich losfahren und kurz Leila zu ihrem Bewerbungsgespräch fahren. Mhm. Bin aber ich dann doch gleich wieder da. Ihr müsst eure Pflichtverteidigung und Sachen dann irgendwie beim TJ einbringen. Deine Aussage wird ja eh bestimmt, keine Ahnung, 10 Minuten oder so bestimmt mindestens dauern, oder? Ja, ich habe halt eh nichts gesehen gefühlt, also mal gucken, wie lange die das so... Achso, es hat mir Nathan Bennett erzählt, dass sie dann ihre Stunden alle aufschreiben müssen, wenn wir im TJ einreichen. Stimmt, ja. Okay, dann fahre ich jetzt kurz los. Ja. Damit sie nicht zu spät kommt, sie hat um 17:30 ihren Termin. Ja, so ist das. Okay. Moin. Bis dann, ja? Also bis später. Fahren Sie bitte Ihre... Oh, jetzt ruft mich ja einer an. Oh, Moment eben. Ja. Hm. Ja, da, 2 Minuten. Dass er mich weggedrückt bleibt. Ja, nee. Also wenn er mich noch, wenn er in 4 Minuten nicht rauftaucht, dann fahre ich weg. Dann kann er mich mal. Okay, ich glaube, da kommt jemand. Keine Ahnung, wie der ist. Abend. Sind Sie PD 19? Wiese, Rechtsanwalt und meine Assistentin, die Frau Nielsen. Ja, gerne. Bis gleich. Bis gleich. Au, das schmerzt wie wieder letzte. Ich fand kaum. Nanü? Ach so. Nein. Ja, aber... Naja.
Ja, gerade kamen zwei raus, also vielleicht sind noch ein bisschen wenig Leute da, kann auch sein. Vielleicht viele Urlaub und so. Ja, ich kann es aber auch verstehen, ja, dass gerade nicht so viel auf dem Server ist. Viele wollen ja auch gerade raus, sind auch außerhalb des Spiels. Ich merke das und jetzt. Bevor sich dann im Winter wieder alle im Lockdown-Zustand befinden. Ich kann das verstehen. Ja. Ja, zur Not gehe ich morgen hier hin. Aber jetzt sind wir. Jetzt habe ich schon gewartet. Wäre halt echt schön, wenn mal jemand jetzt kommen würde. Ey, es sind noch 3 Minuten. Ich glaube auch. Ja, tipptopp. Keiner da ist, ne? Ich hab mit dem Walter. Ich hätte gerade echt nicht mehr so aufs Handy achten, sondern hätte mit dem Walter Weisheit sprechen sollen. Ey, super. Ja, mach das. Ja, ey, was ist das denn?
Ja, genau, jetzt sollte das Gespräch sein. Ey, wir waren 10 Minuten eher da. Das wollen die mir jetzt nicht erzählen. Das wollen die mir jetzt nicht erzählen. Macht es jetzt nicht gerade besser. Ja, die brauchen echt Mitarbeiter, ey. Hey, ihr könnt mich einstellen. Noch mal jemand da? Nein. Oh. Ja, da soll ich doch morgen hin. Darf ich erfahren, bei Ihnen war jetzt auch bis jetzt noch keiner da? Nein. Nee. Draußen flog aber gerade ein Heli ein. Oh. Ja, ich weiß auch nicht, was die jetzt hier haben. Personalmangel. Ich war jetzt ja eigentlich hier für ein Vorstellungsgespräch, aber irgendwie kommt hier keiner und... Schade. Ja. Vielleicht wegen der Grippewelle letztens. Das kann gut möglich sein. Dass jetzt alle Leute ein bisschen eingespannter sind. Vielen Dank. Schönen Abend. Ups, Entschuldigung. Macht nichts. Guten Abend.
gab da auch eine Info-Hotline, das ist halt, also, gab doch mal eine Info-Hotline, ne? Ja, war es nicht die 999? Meine ich. Ja, kannst mal probieren. Mhm. 999. Abgelehnt, ist besetzt. Aber scheint der anscheinend noch nicht zu sein. Ja, da ruft man mal die Info-Leitstelle des PDs an. Ich weiß auch gerade gar nicht, was da gerade los ist. Das Problem ist, was die da treiben. Die Typen da stehen auch noch rum und quasseln. Ja, das frage ich mich auch. Die quasseln und da passiert irgendwie nichts. Das ist müssen noch sehen, dass hier vorne Leute steht. Ich ja schon, ne? Und du sollst ja gesagt, wir sollen hier die Überwachungskameras, die müssten das sehen. Hallo. Hallo. Werden Sie schon bedient? Ich noch nicht. Ich hätte eigentlich jetzt ein Vorstellungsgespräch gehabt. Eigentlich schon vor 8 Minuten. Sie möchte ich abholen. Sie möchte ich. Ah. Ich komme rum. Okay. Hallo Sir, wie ist denn Ihr Name? Jack O'Connell. O'Connell, hallo, mein Name ist Kokum. Kommen Sie mit. Okay. Ich doch nur an. Wir haben um 20 nach den Termin, ne? Genau. Ja, wollen Sie mich einmal durchsuchen irgendwie? Ja, muss ich genau tun. Genau. Einmal, das machen wir hier genau, dann guckt nicht jeder. Also einmal die Hände dann hochheben. Haben Sie irgendwas dabei jetzt? Nein, das habe ich nicht. Achte ich mir schon. Krimskrams hier. Ist das ein Burger von Sally's Diner? Das kann gut möglich sein. Hatte ich mir. Okay, gut. Nein, ich dürfte sich nehmen. Nein, alles gut, ich habe meinen Köftespieß. Kommen Sie bitte. Okay. Wie war der Name nochmal? Entschuldigung, ich hab's. Jack einmal. O'Connell. O'Connell, okay. Wiedersehen. Ja. Genau, dann warten Sie am besten. Stellen Sie sich am besten hier kurz auf. So. Mhm. Alles klar. Ich sag Bescheid, ja? Mhm. Oder ich stelle mich hier gegenüber hin, dann sieht er, was mit da ist. Kommen Sie mal rein. Gehen Sie vor, Herr Connell. Okay. Hallo, Chef. Herr Connell ist das. Guten Abend. So, guten Abend. Hallo. Herr Connor. O'Connell. O'Connell. Mhm. O'Connell. Ja. Zeigen Sie mir mal einmal Ihren Ausweis, Sir. Gerne. Schick haben Sie sich gemacht. Haben Sie sich extra für den heutigen Tag so schick gemacht? Ja. Laufen Sie sonst nicht so rum? Nicht so. Okay. Laufen Sie sonst rum? Bitteschön. Ich würde sagen, in normalen Klamotten. Okay. Danke. Ich habe was Normales gerade an. So, Ihr Ausweis zurück. Also, ja, Sie wollen Police Officer werden, Sir. Genau. Ich wollte mich für den Dienst ausbilden lassen. Also, okay. Ich komme hier quasi als Quereinsteiger rein. Ja, was haben Sie denn vorher gemacht, Sir? Vorher war ich tatsächlich studieren. Mhm. Wirtschaftswissenschaften. Oh, war bei mir der Wunsch von meinem alten Herrn. Ist oft so, die wollen den Takt vorgeben, ne? Ja, das war der Plan, der große Familienplan, aber daran habe ich mich nur bedingt halten wollen. Dann gab es leider ein persönliches Verwürfnis, deswegen bin ich jetzt hierher nach Los Santos gekommen und möchte jetzt eigentlich das machen, was ich schon immer machen wollte. Der Familie ein Verwürfnis? Ja, es gab da einen persönlichen Streitpunkt. Mhm. Okay. Und das Problem war einfach, dass er mir die Chance genommen hat, quasi eine Ausbildung zum Police Officer zu machen. Und die Chance würde ich jetzt hier ergreifen, einmal das zu machen, was ich wirklich machen möchte. Warum sollte ich sie nehmen? Weil sie mit mir tatsächlich jemanden hätten, der loyal gegenüber dem Gesetz ist. Auch ihm und den Kollegen. Nennen Sie mir ein anderes Beispiel, das ist ja eine Grundvoraussetzung. Sagen Sie mal dem Chief nur einen Grund, warum er Sie nehmen sollte und nicht die anderen. Sie kosten dem Staat Geld. Das ist mir bewusst. Ich
würde jetzt als bestes Argument halt vorlegen, dass sie mit mir wirklich jemanden hätten, dem es nicht darum geht, hier zu arbeiten, weil er, sagen wir mal, stolz darauf ist, eine Waffe tragen zu können oder auf irgendeinen Rang halt aus ist. Mir ist es schon eine Ehre genug, der Menschen hier dienen zu können, beziehungsweise für die Sicherheit der Menschen hier sorgen zu können. Okay. Mhm. Und ich möchte auch... Ja? Ich möchte auch dazu beitragen, dass sich die Menschen hier auch wieder sicher fühlen, was aktuell, so wie ich das aus meinem Umfeld gehört habe, ein großes Problem ist. Weshalb ich halt wirklich halt... Was meinen Sie mit ein großes Problem? Na, wenn ich jetzt mal zurückdenke, die Geiselnahme bei der Bank jetzt in Vinewood, dann habe ich von einer Freundin erfahren, dass die vor Venture überfallen wurde. Das hat man vorher nicht so oft gehört und man merkt, dass die Leute sich immer unsicherer fühlen und... Ja, die Geiselnahme, Sir, da muss ich Ihnen aber sagen, ich weiß ja nicht, ob Sie darüber informiert sind. Die Geiselnahme kann ja jederzeit durch irgendwelche Zivilisten passieren und das LSPD hat da hervorragend gearbeitet. Es wurden Täter geschnappt. Und es gab keine Toten oder Verletzten zu beklagen. Also da kann ich sagen, dass Mr. Johnson, der den Einsatz geleitet hat, hervorragende Arbeit mit allesamt seinen Kollegen gemacht hat. Ich denke auch, das war ein Paradebeispiel von guter Polizeiarbeit. Natürlich ist das so ein bisschen immer andere Wahrnehmung, die auf der Straße dann herrscht. Ne? Da hört man nur, oh, da ist was passiert, hat die Polizei nicht verhindert. Allerdings werden wir auch meistens erst gerufen, 90%, wenn erst was passiert ist. Möglicherweise, ne? Ja. Okay. Was sind denn Ihre Stärken? Meine Stärken ist mein gutes Durchsetzungsvermögen, meine klare Auffassungsgabe. Und worauf ich eigentlich sehr stolz bin, ist eine gute Menschenkenntnis. Sie haben eine gute Menschenkenntnis? Mhm. Okay, was sind Ihre Schwächen? Meine Schwächen ist tatsächlich, also meine größte Schwäche ist tatsächlich meine emotionale Angreifbarkeit in Bezug auf meine Familie. Ja, das okay, ist wenn also Sie geraten in eine Geiselnahme, der Geiselnehmer erfährt davon und hänselt sie damit. Wie reagieren sie denn dann? Fangen sie dann an, in Tränen auszubrechen, Sir? Nein. Tatsächlich nicht. Die Angriffspunkte sind da andere. Wenn ich Ihnen ein Beispiel nehmen darf, die Veranlagung hier bei der Polizei anfangen und auch arbeiten zu wollen, liegen bei meinem verstorbenen Onkel. Ja. Der da für mich eine große Vorbildfunktion war. Ja. Und ihn möchte ich halt wirklich stolz machen. Okay. Aber welche Schwächen haben Sie noch gesagt? Also sind emotional, sind Sie angreifbar? Was war das andere? Mhm. War das allgemein oder nur in Bezug auf Familienpunkte? Nur in Bezug auf die Familie. Okay. Sonst habe ich mich auch gerade durch meinen Dienst im Sicherheitsdienst, habe ich das wirklich gut trainieren können, nicht aus der Haut zu fahren. Sie könnten mir alles an den Kopf werfen, was Sie wollen. Ich würde ruhig bleiben. Selbst im State Prison. Da habe ich über die Malware Security halt arbeiten dürfen. Habe ich gut trainieren können, nicht aus der Haut zu fahren. Nehmen Sie einfach nichts persönlich, ist ein Tipp von mir. Okay, eine andere Frage. Würden Sie sagen, Sie sind jemand, der gut sich ausdrücken kann? Ich versuche mich stets zu verbessern. Natürlich, wenn man ein bisschen nervös ist, so wie jetzt gerade im Bewerbungsgespräch, dann ist das immer ein bisschen schwer, die Gedanken halt zu ordnen, aber sonst würde ich sagen schon, dass ich halt einen kühlen Kopf habe. Ja. Und mich schon gut ausdrücken kann. Was ist das Schlimmste, was Sie jemals in Ihrem Leben erlebt haben? Das Schlimmste? Tatsächlich der Tod meines Onkels. Okay, Sir, soll ich Ihnen einen kleinen Tipp geben? Das ist etwas Privates, dann sagen Sie zu mir. Das ist etwas Privates. Nur für die Zukunft. Okay. Ne? Denken Sie dran. Sie müssen nicht jedem Ihre Lebensgeschichte erzählen, verstehen Sie? Auch wenn Sie es gut meinen, das ist nicht böse gemeint. Wir machen ein kleines Fallbeispiel, ja? Hören Sie genau zu. Stellen Sie sich vor, Sie laufen eines Nachmittags über die Straße am Vinewood Boulevard. Die Sonne scheint, ja? Es gibt Bordsteine, die sind gelb, es gibt Bordsteine, die sind rot und es gibt Bordsteine, die haben keine Farbe. So, und Sie sehen, da sind rote Bordsteine und Sie finden die Farbe rot so toll, ja? Sie wollen sich nämlich auch ein rotes Auto kaufen. Ein Emperor, weil für mehr Geld reicht es erstmal nicht. Okay? So, dann laufen Sie die Straße, wie gesagt, runter. Dort laufen sehr viele bekannte Leute rum. Stars und was weiß ich nicht. Das Vinewood ist ja dafür bekannt. Genau. Und Sie sehen jemand, der hat eine gelbe Hose an. Jemand hat ein grünes T-Shirt an. Jemand hat schwarze Schuhe an. Ne? Sie schauen sich diese Farben so an. Und Sie denken so drüber nach, wie farbenfroh eigentlich die Welt ist, um für sich selber herauszufinden,
dass das Leben ja voller Freude ist. Wissen Sie, Farben signalisieren ja auch irgendwie was. Und wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Fenster gucke und die Sonne scheint, dann ist es ja so, dass ich froh bin, dass die Sonne nicht lila scheint, sondern eben diese tolle Farbe hat, weil mich das motiviert, etwas aus dem Tag zu machen, weil grauer Alltag sorgt dafür eher, dass ich frustriert bin. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Jetzt frage ich aber, welche Farbe hatte die Hose? Grün. Gelb. Ja, ich musste kurz... Ich dachte, Sie haben eine... Ich hatte es gerade vertauscht gehabt. Sie hat mich gerade tatsächlich ein bisschen mit der Sonne gehabt. Hm. Das ist gemein, oder? Ja, das war tatsächlich gemein. War auch nicht ganz richtig mit der Sonne, ne? Denn eigentlich das Spektrum ist auch ultraviolett. Also. Naja, es geht nur darum, so viele Farben zu nennen, wie es geht, damit der Herd durcheinander kommt. So. Aber schauen Sie, das ist... Sie sagen, Sie haben eine gute Auffassungsgabe, ist ja nicht so. Also haben Sie bestimmt, aber nicht so eine gute Auffassungsgabe, dann hätten Sie es gemerkt. Aber Sie haben ja noch die Kurve gekriegt. Okay. Deswegen möchte ich mich auch ausbilden lassen und habe mich nicht für den Hörendienst. Aber das kann man ja nicht ausbilden, so das ist ja eine Sache, die der Mensch ja hat oder nicht. Aber das ist ja auch egal. Also, machen wir weiter. Mhm. Sie sind ein Polizist, der mit mir abends Streife fährt. Es fängt an zu regnen, ja? Wir beide sind auf Streife und wir hören im Funkspruch eine 1099. Es gab ein Attentat auf einen Polizisten. Mr. Kokum wurde niedergeschossen. Um Gottes Willen. Und durchaus besteht Lebensgefahr. Wir fahren dorthin. Herr Kokum liegt am Boden, blutüberströmt, hat einige Kugeln abbekommen, auch manche in seiner Weste, Gott sei Dank. Und es fährt ein Krankenwagen vor. Herr Kokum wird in diesen Krankenwagen transportiert. Und wir beide sind die einzigen Kollegen, die gerade im Dienst sind, weil die anderen Streifen gerade anderweitig beschäftigt sind, ja? Mhm. So, Herr Kokum wird dann zum MD gebracht und wir begleiten das natürlich. Und bevor wir das aber allerdings machen, müssen wir natürlich den Täter stellen. Dieser Täter, der sitzt am Tatort und hat beide Hände auf die Wunde von Herrn Kokum gelegt und hat sich einmal mit beiden Händen durchs Gesicht gezogen, ja? Dass sein ganzes Gesicht blutverschmiert ist, okay? Mhm. Und er lacht die ganze Zeit, ja? Und klatscht in die Hände. Also er genießt die Aufmerksamkeit der Polizei und diese Strafe. Ja? Mhm. Gut. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, genau, Herr Kokum wird ins Krankenhaus gebracht und wir kriegen den Anruf, dass Herr Kokum möglicherweise das nicht überstehen wird, da die Schusswunden so tief sind, dass möglicherweise etwas getroffen wurde, was sein Leben beendet, ja? Wir sitzen also mit dem Täter unten in der Zelle und ein sehr guter, geschätzter Police Officer, der sich im LSPD eine tolle Karriere aufgebaut hat, liegt dort im Krankenhaus und wird sterben, höchstwahrscheinlich. Ja. Und der Täter, der lacht darüber, der freut sich. Und Sie und ich, wir sind alleine unten in der Zelle, ganz alleine. Und wissen Sie, dass LSPD das höchste Gut des LSPDs ist, dass wir gegenseitig, wenn wir bluten, uns die Wunden zudrücken. Denn aus unserem Körper gibt es kein rotes, sondern blaues Blut. Ja? So müssen Sie sich das als Metapher vorstellen. Mhm. Cops bluten blau, weil wir tragen auch blaue Uniformen. Wir sind blaue Brüder und Schwestern. Wenn einer fällt, fallen wir alle. Ja? So. Ja. Und dann sitzt der Herr da unten und lacht. Darauf weiß ich die Antwort. Der hat mir nämlich $20 abgenommen, weil ich zu schnell gefahren bin. Dann nehme ich meinen Knüppel und hau dem Herrn eins auf die Rübe und gehe wieder raus und sage zu Ihnen, Sie haben nichts gesehen. Was machen Sie? Tatsächlich, denken Sie an meine Worte, was ich gesagt habe? Ja. Denken Sie genau an meine Worte, was ich gesagt habe? Ich denke an Ihre Worte. Und auch an Ihre, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Genau, deswegen. Es gibt ja Gesetze, die dafür sorgen, dass dieser Mann seine Strafe bekommen wird. Und deswegen müsste ich das ja melden, weil das ja dann willkürliche Gewalt wäre. Wem würden Sie das denn melden? Das ist der Chief. Haben Sie keine Angst um Ihren Job oder was? Das wäre in dem Sinne, würde ich dann tatsächlich meine Karriere aufs Spiel setzen, weil... Wem wollen Sie das denn? Warum wollen Sie denn das auf Spiel setzen? Der Einzige, der eine Konsequenz walten lassen kann, bin ich. Und Sie schützen ja mich. Und Sie schützen Mr. Kokum. Ja. Und Sie würden dann hingehen, Sie würden den Chief of Police und den Kollegen, der möglicherweise im MD sterben wird, wenn Sie ihm ein Messer in den Rücken rammen? Das wäre ich, Sir. Ja, Sir, bei allem gebürtigen Respekt, das müsste ich tatsächlich tun, weil wir als erstes dem Gesetz verpflichtet sind. Gehen Sie raus und denken Sie drüber nach, was Sie da sagen. Okay. Herr Kokum, was für Leute kommen denn hier rein? Raus mit Ihnen. Tut mir leid, ich hab... Ja,
Ne, das war schon richtig. Das war schon richtig. Er hat das jetzt extra gemacht. Also, ich weiß nicht, ob die mich nehmen. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich echt nicht versprechen. Weil, ja, wie gesagt, Kommen Sie rein. Okay. Ist reflektiert, Sir. Ich bin der, der bei der Beerdigung die Rede halten muss. Aber das kann ich ja leider nicht, weil ich ja hinter Gittern sitze, weil ich eine Strafe bekomme, da ich von Ihnen verpetzt wurde und keiner eine Rede halten kann. Keiner kann die Beerdigung von Mr. Kukum organisieren. Was ist Ihre Antwort? Und nur um mich mal zu rächen, ne? Das muss man doch mal sagen. Das muss man doch mal machen können. Ja, das stimmt. Die Sache ist nur, dass ich mich an gewisse Vorgehensweisen halten muss und das würde in meinen Augen falsch sein. Warum wenn man denn? Jetzt einfach, auch selbst wenn nur wir beide davon wüssten, dass sie einfach willkürlich dann dem Mann eine drüber hauen würden oder ihn halt in dem Sinne misshandeln würden, selbst wenn sie Herr Kukum halt rächen wollen, was ich verstehen kann, aber das liegt außerhalb unserer Macht. Ich denke, ich bleib daran, es gibt Gesetze, die dafür sorgen, dass dieser gestörte Mann... Würden Sie mich anzeigen oder nicht? Ich würde das. Ich würde das. Sie würden mich anzeigen. Ich bleib dabei. Wir loggen das ein jetzt, ne? Haben Sie das gehört, Herr Kukum? Ja, finde ich hervorragend. Ich weiß ja, dass Sie sowas niemals machen würden, Chef. Es ist richtig. Sehr gut. Das war die richtige Antwort, Sir. Wenn Sie, Daumen hoch. Ich hatte Zweifel gehabt, aber... Ja, wir waren auch sehr gemein zu Ihnen. Wir waren auch wirklich sehr, sehr, sehr gemein zu Ihnen. Aber gut, machen wir weiter. Sind Sie bereit für ein weiteres Fallbeispiel? Natürlich. Gut, letztes Beispiel für heute. Wie sieht Ihre Traumfrau aus? Oder Mann oder... Nee, Pers, Traumfrau. Oder? Gut gebräunt. Ja, natürlich, ne? Auch blaue Haare. Haben Sie schon eine Freundin? Tatsächlich. Ich habe eine Lebensgefährtin. Peyton. Okay, die arbeitet nicht im LSPD. Nein. Ich kenne auch eine mit blauen Haaren, die hier arbeitet. Egal. Okay. Eine Frau mit blauen Haaren. Reicht schon. So. Sie fahren mit Ihrem Auto schön nach Hause. Hatten jetzt 8 Stunden Polizeiarbeit hinter sich, ja? Mhm. Ihnen drückt der Schuh. Sie wollen einfach nur ins Bett. Dummerweise lassen Sie Ihr Telefon im LSPD liegen und Ihr Funkgerät. Sie sind so durch, dass Sie es einfach vergessen. Sie wollen einfach nur nach Hause. Ja? Mhm. Fahren Sie über den Freeway, sind auf der Höhe von Schumarsch zum Beispiel. Jetzt kommt, das sehen, sind die alten Fallspiele. Auf der rechten Seite steht eine Frau in einem Top, hat eine Hotpants an. Die Motorhaube von Ihrem Fahrzeug ist auf. Es steigt leichter Dampf nach oben, Rauch. Und Sie sagen, ach du meine Güte, Sie gucken dorthin. Sie wollen am liebsten da hingehen und die Frau in den Arm nehmen und sagen, du bist die Frau meines Lebens. Aber sie sehen im Hintergrund, ein bisschen verzerrt in ihrem peripheren Blickwinkel, dass gerade ein 24/7 überfallen wird. Wie reagieren Sie? Ich würde würde erstmal ranfahren, die Frau fragen, ob ich ihr Telefon benutzen darf. Dann würde ich Verstärkung, also ich würde sie darum bitten. Sie haben ja kein Telefon. Die denken, also, sie sind ein Perverser. Frag nochmal, ich habe meine ganze Ausrüstung liegen lassen. Sie haben nichts dabei. Also ich könnte mich nicht mal ausweisen. Nein. Ja doch, Ihr Ausweis haben Sie, aber wo steht auf Ihrem Ausweis Polizist drauf? Da steht einfach Ihr Vor- und Nachnamen drauf. Dann würde ich die Frau darum bitten, dass das ein Notfall ist, dass ich Verstärkung rufen muss. Ja, die sagt, hauen Sie ab, Sie Schmutzfink. Das hat jeder letztens auch schon gesagt. Das hat Tommy auch zu mir gesagt. Und dann heißt er jetzt nur noch 2 Finger, Tommy. Dann würde ich im beruhigenden Engelston auf Sie einreden. Ja, aber und sie macht es nicht. Was machen Sie dann? Denken Sie nach, was machen Sie dann? Wie können Sie das Problem lösen? Naja, ich wäre lebensmüde, wenn ich jetzt alleine zu den 24/7 gehen würde. Das würde mich dann nachher noch umbringen. Richtig. Deswegen müsste ich erstmal auf den schnellsten Weg versuchen, halt Verstärkung zu holen. Gleich würde ich der Frau entgegenkommen und erstmal fragen, ob sie vielleicht Hilfe braucht. Ja, ist ja kein Problem. Die überfallen ja gerade den Laden. Die haben ja bestimmt Zeit. Sonst würde ich nach einem Münztelefon suchen. Das ist eine gute Möglichkeit, aber es geht viel einfacher, Sir.
Ich habe jetzt Funk, Handy hab ich alles liegen lassen. Sie will mir das Handy partout nicht geben. Also dem Münztelefon ist sein. Nee, das wird jetzt auch Zeit kosten, wenn ich jetzt per Anhalter fragen würde. Ja, Sie haben doch ein Auto. Warum müssen Sie denn per Anhalter fragen? Ja, aber als ob ich jetzt mit dem Auto halt zurückfahre. Es sei denn, ich hab da noch was. Wollen Sie laufen, ja, oder? Ja, nee, aber dann, ja, aber ich würde doch nicht hier zurückfahren, um halt Hilfe zu holen. Soll ich Ihnen die Antwort geben? Ja. Okay. Also, es gibt mehrere Varianten. A ist, Sie steigen einfach in Ihr Auto und scheißen drauf, Sie haben Feierabend. Zweitens, das mit dem Münztelefon, also das mit dem Telefon war eine sehr gute Idee. Das ist auch eigentlich der Tenor. Sie suchen ein Münztelefon, sofort, ja? Eigentlich ist das Beispiel, die Frau gibt Ihnen das Telefon, aber ich wollte mal gucken, wie Sie reagieren und welche Möglichkeiten Sie sich suchen. Aber das war eine gute Antwort. Ich sehe noch eine Möglichkeit. Ja, das wäre? Sagen Sie der Frau, sie möge bitte die Polizei rufen, der wird gerade einen Shop ausgeraubt. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das wäre sogar die einfachste Frage. Ja, das wär tatsächlich noch einfach gewesen. Wenn sie das nicht macht, können Sie die Dame sogar festnehmen, weil sie eine Ermittlung behindert oder unterlassene Hilfeleistung. Das ist interessant. Okay. Der nimmt mich nicht, der nimmt mich nicht. Eine kleine Aufgabe haben Sie noch. Okay. Wenn Sie die schaffen, gebe ich Ihnen den Job. Ja. Herr Kokum, ich nehme mal den Stift hier raus, ne? Aus Ihrer. So. Gerne. Nehmen Sie mal den Stift hier, Sir. Jetzt verkaufen Sie dem Mr. Kokum diesen Stift. Er soll den Stift kaufen. Ja, den Stift verkaufen. Okay. Also, Herr Kokum, Sie kennen das ja bestimmt, wenn Sie mit Ihrem Stift mal irgendwas aufschreiben wollen, gerade bei Kugelschreiber, dass da manchmal ein bisschen was von der Tinte halt rauskommt. Es ist einfach immer manchmal so ein Geschmierer an der Hand, dass es einfach nur nervig und braucht keiner. Wir reden auch unseren von einem Stift, oder? Ja, ich habe jetzt aber erstmal einen Kugelschreiber. aber mit unseren Kugelschreibern bleibt wirklich alles sauber. Sie haben wirklich nur Ihr Geschriebenes auf dem Blatt. Kein Geschmiere, nichts. Nicht mal das nervige Tickern, wenn Sie dann draufdrücken. Es ist einfach alles leise. Denn mit unseren Stiften geht auch eine tolle Silence-Funktion dahinter, dass Sie wirklich einfach in Ruhe schreiben können. Sie können keinen anderen auf die Nerven gehen. Man wird gar nicht merken, dass Sie schreiben, wirklich. Das beruhigt mich ja auch, ne? Wenn ich immer so klick, 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 klick. Wissen Sie, wenn Sie dann einmal drehen, dann haben Sie die Funktion wieder eingestellt. Das ist ja fantastisch. Also Sie können damit ganz undercover gehen, wirklich. Okay, ja, das ist interessant schon mal, ja. Oder können den Leuten halt auf die Nerven gehen. Das ist halt so, wie Sie es gerne möchten. Okay, sehr gut. Herr Kokum, würden Sie den Stift kaufen? Ich glaube, ich würde den mal ausprobieren, ja. Was kostet der Stift denn? Normalerweise 10,99 €, aber für Sie, Herr Kokum, würde ich ein bisschen runtergehen. Wenn der Schiff 10,99 € kostet, $10,99, dann muss ich Sie leider in den Wasserspender drücken. Das ganz, in Polizeisprache, das bezahlt, wird ein Polizist niemals freiwillig bezahlen, diese Summe. Okay. Soll ich Ihnen erklären, warum? Ja. Eine 10,99 € ist der schlimmste Polizeicode. Ja. Was heißt denn eine 10,99 €, Herr Kokum? Dass ein Officer in Not ist. Habe ich Ihnen ja vorhin noch erklärt. Ich dachte, Sie haben eine gute Auffassungsgabe. Mir fällt auch gerade an, im Stay Prison haben wir einen ähnlichen Funkspruch gehabt. Ich komme sofort wieder. Machen Sie mal Ihren Kragen richtig. Sehr gut. Was haben Sie für ein Gefühl bis jetzt? Durchwachsen. Sie haben mich tatsächlich bei der Frage mit dem Häftling und in der Zelle wirklich... Wieso? Warum das denn? Weil ich sagte, das ist ihr Chief. Ja, genau. Man ist dann doch erst so ein bisschen verunsichert. Weil ich weiß das halt durch meinen Onkel halt. Der kam halt bei einem Einsatz ums Leben. Und da weiß ich, dass es da einige Kollegen gab, die gerne Hand an den Täter gelegt hätten. Oh ja. Und da hat mir einmal ein guter Freund von dem halt erklärt, dass man das nicht macht. Die haben halt Gesetze, die dafür sorgen. Die haben zwar ihre Privatmeinung, aber das hat im Dienst nichts zu suchen. Ja, die Privatmeinung in Bezug auf was? Dass man keine willkürliche Gewalt an Häftlingen halt. Ja, das stimmt. Anlegt, das ist. Genau, okay. Es ging gerade darum, man kann dann privat denken, was man will, ne? Aber im Dienst muss man halt dementsprechend handeln. Ja. Gut. Also, Sir.
Sie kriegen von mir hiermit die Möglichkeit, beim Los Santos Police Department Ihre Ausbildung als Police Officer anzustreben. Sie haben sich sehr gut gehalten. Sie waren ein bisschen am Schwimmen, aber Sie haben immer wieder dann tief Luft geholt und doch noch die Kurve gekriegt. Deswegen würde ich Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie hier Police Officer werden können. Mhm. Sie beginnen als Rekrut. Jetzt wird ein ganz langer Monolog kommen. Hören Sie genau zu. Ich wiederhole das ein einziges Mal. Also, okay. Sir, Sie werden ein wunderbarer Polizist in Ausbildung von Mr. Kokum, der zu Ihrer Seite steht. Mr. Kokum wird Ihr Captain sein. Ihr Commander ist Mr. Pearson. Der Commander steht über dem Captain. Ja, damit Sie das schon mal wissen. Das heißt, was schließen Sie daraus? Richtig, Herr Kokum ist der Stellvertreter von wem? Richtig, Commander Pearson. Und das sind Ihre Personen, an die Sie sich halten. Es gibt auch noch Mr. Winters, das ist der Commander für die Ausbildung, Entschuldigung, für die Administrative. Administrative, das heißt, wenn Sie mal Probleme wegen einer Akte haben, dann gehen Sie zu Mr. Winters oder Frau Denvers. Frau Denvers ist der Captain. Dann gibt es noch Mr. Gamble, der unfassbar faul ist und in letzter Zeit sehr selten im Dienst ist, aber Mr. Gamble kümmert sich mit Mr. Anderson um die Operative. Mr. Gamble ist der Commander, Anderson der Captain. So funktioniert die Hierarchie im LSPD. Dann gibt es darüber den Chief, in dem Fall bin ich das, und unter den Captains gibt es die Sergeants. Die Sergeants sind praktisch auch Ausbilder. Aber sie lernen im LSPD, das ist sehr, sehr schön, wie der Streifendienst funktioniert anhand von praxisorientierter Ausbildung. Also sie werden immer eine Ausbildung haben, die nicht unbedingt in einem Büro stattfindet, außer die Aktenschulung oder vielleicht die Fortbildung bezüglich Recht und Wissen, sondern es geht lediglich darum, dass Sie den Grundtenor des Police Officers bei Mr. Kokum im Streifenwagen lernen oder bei einem Sergeant. Sie dürfen aber auch mit einem Officer 1 mitfahren, allerdings ist es so, dass der Officer 1 nicht unbedingt befugt ist, Sie auszubilden, sondern Sie begleiten den Officer 1 einfach nur als unterstützende Hand auf der Streife. Ja? Sie bekommen zum Start Ihrer Polizeikarriere von uns einen Taser sowie einen Schlagstock und eine Taschenlampe, außerdem eine Ausrüstung. Diese Ausrüstung ist Navy Blue und besteht aus folgenden Sachen. Schuhe, Hose, Oberteil, Gürtel, Weste. Sie passen alle auf diese Sachen auf und Sie bekommen einen Spind zugeordnet. Dieser Spind, den finden Sie gleich dann, da gibt es eine Rundführung hier im LSPD hinter Ihnen im Raum. Dort lagern Sie bitte auch immer nach Dienstschluss Ihre Sachen wieder ein. Sie nehmen nichts mit nach Hause. Wenn Sie mal in einer Bedrohungssituation sind, können Sie gerne den Chief of Police fragen, ob Sie etwas mit nach Hause nehmen dürfen. Ja, zum Beispiel eine Pistole zum Schutze. So, das müssen Sie aber beantragen. Sie fahren niemals zivil rum, es sei denn, Sie haben eine Genehmigung vom Chief of Police bekommen. So, wichtig ist, im LSPD gilt folgende Regel. Reden Sie, so drücke ich Ihnen Ihre Zunge so tief in den Rachen, dass Sie das Gefühl haben, Ihre Zunge kommt Ihnen wieder aus dem Arsch raus. Es tut mir leid, dass ich diese Wortwahl wähle, aber leider kommt es so bei den Leuten besser an. Sie müssen sich vorstellen, dass es sehr viele Plappermäule in der Historie des Los Angeles Police Department gab, aber das haben wir inzwischen sehr gut ausgemerzt. Sie werden also, wenn Sie zum Beispiel vorne am Leitstellentresen stehen, Sie werden nicht mit den Leuten dann darüber reden, wie toll eigentlich gestern die Festnahme war. Und Sie werden immer darauf achten, dass wenn Sie mit einem Zivilisten reden, dass Sie genügend Abstand halten, sodass andere Personen in der Vorderraum nicht mitbekommen, worum es eigentlich geht und auch Personalien aufschnappen können, weil sonst vergehen Sie einen Datenschutzbruch. Das könnte Sie strafrechtlich ankreiden lassen. Dann kommen wir dazu, dass Sie auch, wenn Sie mit Ihren Freunden, Bekannten, Familie, Mutter, Tante, Opa, Oma unterwegs sind, egal auch wem, dürfen Sie nicht erzählen, heute habe ich 8 Leute festgenommen, sondern man kann augenscheinlicher feststellen, dass Sie ein Polizist sind aufgrund Ihrer Uniform. Mehr muss die Zivilbevölkerung auch nicht wissen. Und Ihre PD-Nummer sowie Ihren Namen. Können auch gerne Ihren Rang sagen, wenn Sie das möchten. Sie werden heute Folgendes tun, wenn Sie heute Zeit haben. Sie werden von Mr. Kokum ausgestattet. Sie bekommen einen Zugang zum LSPD-System. Sie bekommen einen Arbeitsvertrag. Diesen Arbeitsvertrag müssen Sie unterschreiben und zurückschicken. Sie bekommen einen Spind zugeordnet. Sie bekommen Ihre Ausrüstung und eine Rundführung. Mhm. So, haben Sie jetzt erstmal alles verstanden? Ja. Fragen? Eine Frage bezüglich jetzt des, ich sag mal, bürokratischen. Ja, bitte. Ich habe vorher bei der Meriwether Security gearbeitet. Meriwether, ja. Genau, da würde ich mich gerne austragen. Sie dürfen auch nur beim LSPD arbeiten und keine Zweitstelle annehmen. Ich habe das mit denen auch gesprochen. Wenn ich hier genommen werden dürfte, würden die mich halt sofort halt austragen lassen und würden mich aus ihrer Sperrklausel halt rausnehmen. Okay, gut. Ja, Kokum, haben Sie noch etwas? Nö. Gut, alles klar. Dann hole ich eben die Frau Denvers. Die macht das mit Ihnen. Warten Sie kurz. Okay. Bürokratischen Teil mache ich jetzt hier nicht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Fällt einem schon der Stein vom Herzen. Das ist die Nervosität schon mal etwas weg. Sie haben doch von Anfang an die richtigen Sachen gesagt. Sie haben sich dann nur ein bisschen rauskriegen lassen. So ganz bisschen. Aber sie sind trotzdem dabei geblieben. Doch alles richtig.
Deswegen ja, das ist halt die große Schwäche. Aus privaten Gründen bin ich an einigen Stellen tatsächlich noch angreifbar. Deswegen, aber jetzt ist... Gut. Also das ist Commander Winters. Mhm. Mahlzeit. Ja. Hallo. Ich weiß, es hat einen sehr unangenehmen Atem, aber das passt schon. Herr Winters liegt an der Bergfrische. Herr Winters wird Sie jetzt gleich dann allen administrativen Zugang geben und Sie einstellen. Mhm. Ja, PD-Nummer und so weiter bekommen Sie auch gleich. Also, okay. Kokum, machen Sie dann Termine mit dem Herrn aus, wann er ausgebildet werden kann. Mhm. Herr Winters, ganz kurz, Frau Denvers hat jetzt auch die Möglichkeit, Leute im PD-System Account zu geben, ne? Damit das für Sie ein bisschen entspannter ist. Ja? Ja, wenn Sie mal nicht da sind. Perfekt. Gut, dann arbeiten Sie bei dem Du und willkommen im Los Angeles Police Department, Sir. Achso. Danke. Kommen Sie mal hier zur Seite eben. Hier. Hier ein bisschen Platz machen hier bitte. Ja klar. Herr Winters. So, gucken Sie mal hier. Nehmen Sie mal die Unterlagen schon mal unterm Arm. Ja. Und der Herr Winters macht den Rest mit Ihnen, ja? Alles klar. Ja, dann gutes Gelingen, Sir. Danke. Ich merke mir Ihr Gesicht und den Namen und ich bin mal gespannt, wie oft Sie im Dienst sind. Sehr oft. Das weiß ich jetzt schon. Und vielen Dank für die Chance. Das bedeutet mir wirklich viel. Gerne. Gutes Gelingen. So, dann nehmen Sie den mal mit raus. Und let's go. Gut, danke. Danke. Haben Sie heute noch alles klar. Ich glaube, das war's. Mitkommen. Okay. So. Also, bleiben Sie erstmal hier gerade stehen. Mhm. Oh. Doch ein Bims hier. Ja, ich hab's geschafft. Jack ist bei PD. Sauer! Okay. Ich dachte, die nehmen mich nicht. Oh. Wie war Ihr Name? Jack O'Connell. Jack. Soll ich den Nachnamen mal buchstabieren? Oh. Apostroph. C-O-N-N-E-L. C-O-N-N-E-L, ja? Ja, Doppel-L. Also zum Schluss. Doppel-L. Weil viele machen das immer nur mit einem L. Deswegen buchstabiere ich das immer. Perfekt. Haben Sie Ihre Kontonummer im Kopf? Ja, müsste ich nur mal ganz kurz überlegen. Ich werde schon mal Ihre Routenakte anlegen. Mhm. Das klingt gut. 33, 50, ja. 35, 99. Niemand sagt so Kontonummern an. 3350 3599. Okay. Ja? Ja. Okay, so, und dann Telefonnummer vor will habe ich schon. Ja, wusste ich mal. 931441. 931441. Also nochmal 931441. Genau. Können Sie nochmal Ihren Vor- und Nachnamen sagen? Jack O'Connell. Jack O mit Apostroph? Ja. Und dann K oder C? C. Ja. O, Doppel N, E, Doppel L. Alles klar. Ist C auch groß dann, ne? Ja, sich. Genau. Ja, und das mit Doppel L, weil viele machen das immer mit einem L halt, aber. Mhm. Ich mach so, wie Sie sagen. So, die 15 ist frei. PD 15 oder Connell? 15. Warte, ich bin noch dran. Ich glaube, das mit dem Spind, das ist voller Frauenklamotten. Ja, ich glaube, das könnte schwierig werden, die anzuziehen. Welcher Spind? Ich hoffe, der Spind 38 wurde noch nicht vergeben. Doch, 38 ist Decker. Ja, sehr schön. Ich hoffe, den Spind hat vorher jemand durchgeguckt. Ich gehe davon aus. Ja, Frau, hier Captain Links. Gut. Aber... Ich weiß es nicht. Ach so, doch, wir haben den leer gemacht und ich bin geil. Ja, schön. So, Recruit Jack O'Connell. Ich habe eine Sache fügen. Gut. Was wollen Sie denn für eine Zahl haben, für eine PD-Nummer 0 bis 100? Da bestimmt schon wahrscheinlich ein paar belegt sind. Ich sag einfach nein, wenn Sie eine Zahl sagen. Okay. Die schon gibt. Ist die 28 schon? Nein. Wäre eigentlich die einzige Wunsch schon mal, die ich eigentlich hätte. Ansonsten, wie heißt der andere? John Decker?
John Decker, PD 38, ja. Okay. Hauen Sie mal raus und sagen Sie weiter. Ja, 56? Nein. Langsam unverschämt. Ja. Lass uns nicht mal was Besseres einfallen. 24? Bisschen besser. Nee. Also, ich biete Ihnen einfach mal die 26 an. Was halten Sie davon? Ja? Nehme ich gerne. Perfekt. Commander Winters aus Sanders Police Department. Wow. Mahlzeit. Wow. Ja, Sie haben mich angerufen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Also darum ging es dann nur. Das Short okay. Ist halt... Beim Chief, ich konnte die Nervosität nicht ganz rauskriegen. Perfekt. Da bin ich immer noch nicht ganz zufrieden mit mir, aber ich hab's... Und schick Ihnen das dann gleich, ja? Gut. Aber ich hab's im RP gut erklärt. Miss Schwarz. Oh, warten Sie, das mache ich mal direkt, bevor es da Schindluder gibt. Also wie gesagt, Schwarz. Ich war ein bisschen nervös. Ich konnte es nicht ganz rauskriegen, aber ich war schon wesentlich sicherer. Zu viel? Schwarz. Sophia Schwarz, ja? Thomas Schwarz, Dingsums, ja? Okay. Ich wäre gerne noch... Er hat mir eigentlich so ein bisschen... Ist er mir so ein bisschen die Parade gefahren. Aber... Ja, das sagt aber zu jedem. Das sagt er zu jedem. Da bin ich jetzt kein Einzelfall. Okay, also Sie kriegen PD26, ja? Herzlichen Glückwunsch, das ist Ihre Nummer, merken Sie sich das. Okay. So, wir haben jetzt noch angerufen. Big T, was geht? Big T. Du heißt 28 ja, oder was Officer. War das? Schon wieder Guten Tag. 28, ne? Guten Tag. Ja. Okay. Ja, perfekt, genau. Die habe ich gerade versucht anzuholen. Die soll gerade warten, ich komme gleich nach vorne, ich habe noch ein bisschen Captain was zu tun. Captain Lenmas, hallo. Ja, ja? Captain Kokum, hallo. Darf ich Ihnen Herrn O'Connell Doppel-N und Doppel-L vorstellen? Genau, ich bin der Neue. Bis gleich, ciao. Kommen Sie jetzt öfter? Ja. Na, auf Wiederhören. Ich hoffe auf jeden Fall. Was war das denn jetzt? Die Doppel-N und Doppel-L? 20. Ja. Damit Sie direkt wissen, wegen Administrative, wie er geschrieben hat. Okay, damit ich weiß, wen ich anflaumen muss. Ja, also viele machen das immer mit einem L am Ende, deswegen. Ach so, okay. Welche Bedingung hast du jetzt noch mal? Na, nee. 26. Ich hab falsch eingetragen. So, schauen Sie, Sie haben hier Passwort und Passwortwiederholung, stimmt nicht? Ja, super, ich weiß die. So, wenn Sie hier mal an den PC gehen, ja? Ja. Mr. O'Connell, dann können Sie sich hier einloggen, ja? Vor- und Nachname und das Passwort ist LSPD2021, alles klein und zusammengeschrieben. Mhm. Dann gucken Sie mal, ob Sie sich damit einloggen können. Und dann, das Erste, was sie machen, ist, sie ändern dann erstmal ihr Passwort. Mhm. Ja? Hören Sie mal, ob das funktioniert. Als Apostroph habe ich das Ding hier, ist das richtig? Ich verwechsel das immer, das neben dem auf der Tastatur ist richtig, ne? Ja, das sollte richtig sein. Okay, perfekt. Commander der Administration. Ja. Fragt, was auf der Tastatur neben dem ist, oder was? Entschuldigung, hat hier gerade jemand einen Gehaltscheck von einem Captain fallen gehört? Sie sind schon ruhig. Guck jetzt gerade. Ich hab's auch lieb, natürlich. Benutzername war Jack O'Connell, oder? Jack O'Connell, genau. Jack, das ist ja auch groß geschrieben, dann Leerzeichen, dann großes O, ist Apostroph und dann Connell. Mit Doppel-L, glaube ich, am Ende habe ich das so. Ja, mit Doppel-L, so habe ich es auch. Apostroph. Jack O'Connell. Ja, habe ich hier auch. Und Passwort war auch LSPD2021, ne? Genau, alles zusammen und klein, genau. Wirklich alles zusammen und klein. Oh, er sagt mir Anmeldung fehlgeschlagen. Ich habe das eigentlich so eingegeben, so wie ich meinen Namen sonst eingebe. Okay, machen wir es mal anders. Warten Sie. Sagen Sie mir nochmal Ihre Telefonnummer vor, weil habe ich? 93. Ich guck sonst nochmal eben. Ich darf jetzt hier was falsch sagen. So, genau. 931441.
Jack, J-A-C-K, ja? Ja. Okay. Also ich habe bei den, also ich habe bei, also Jack habe ich das J groß geschrieben, bei O'Connell O, Apostroph und das C habe ich groß auch gehabt. Oder hatten Sie das klein? Ja, ja. Nee, so wie auch groß. Dann, zeigen Sie mir mal kurz Ihren Ausweis. Ja, natürlich. Okay, ich notiere mir, Captain schied die Arbeit auf den Commander ab. Genau. Herr Konzert, also, dann haben Sie ja doch ein anderes Apostroph genommen, oder? Kann das sein? Das kann sein. Das ist der Herr Connell. Ich habe eigentlich immer nur mit einem gearbeitet. Okay, ja, dann warten Sie ganz kurz. Dann probieren wir das nochmal gerade aus. Was mit Ihrem dann besser funktioniert, was Sie benutzen. Herr Connell, das ist ja kein Team. Ja. Das ist der Herr Sergeant Conte. Ja. Supervisor. Und ganz böser Ausbilder. Ach so, das ist so ein ganz strenger, so ein ganz fieser ist das. Oh ja, sehen Sie schon. Also richtig nerviger. Mit dem sich zu verscherzen. So, probieren Sie es jetzt nochmal, ob es jetzt geht. Okay, ich guck mal eben, ob ich mich jetzt einloggen kann. Ob hier auch hinkommt. Ja. Wieder Essen im Mund. Ich glaube, das haben wir doch gerade alles gedacht. Ich wundere mich nur, dass dem Commander das auffällt, weil der hat doch auch immer was zu essen im Mund eigentlich. Ja, deswegen. Verbindet uns. So, die Commander wird das 26. Warum sind denn jetzt hier so viele Menschen drin? Jawohl. Haben die kein Zuhause? Und jetzt ginge. Doch, jetzt geht das. Ja, perfekt. Dann ist das ist doch toll. Ist gut. Das ist doch toll. Ach, So, Zugangsort. Ja, das ist jetzt der Herr Decker, ne? Das ist korrekt. Okay. Hat er schon eine Schlüssel? Denvers? Ja. Den Spind, den er bekommen hat, die 38, der Herr Decker, wurde der kontrolliert vorher nochmal? Hab ich dir gerade gesagt, sag mal. Okay. Ja, ich frage. Ich frage aber lieber nochmal. Ja, da wird dieselbe, da wird nicht gefragt, stimmt das, was da, sondern der wird genauso gefragt, als wenn ich Bullshit erzähle. Bin enttäuscht. Ja. Nee, ich auch, haben, sehr oft. Wir haben den 38er Spind haben wir gelehrt. Das ist so geil, ey. Und wie das jetzt mit den Dings aussieht? Captain Denvers auf Wanderschaft im Wanderrucksack. Ja. So. Die Frau Messner. Aus. Warum kann ich Ihnen hier keine Schlüsselkarte ausgeben? Ist der doof. Messner. Ach, stimmt. Hallo! Worum geht's? Hey, Commander. Was ist das Ding hier los? Willkommen im LSPD, hier sind alle bekloppt. Außer die Ausbildungsabteilung. Ja, außer die Administration. Administration. Warum geht denn das nicht? P26. Ja, also sind auch genau die richtigen Leute hier drin, die nicht bekloppt sind. Alle, die draußen sind, sind bekloppt. Passt. Ja, der Commander ist halt viele gefragt. Klasse. Ja, irgendwie muss das Gehalt ja gerechtfertigt werden. Was denn hier los? Oh Mist, der Schief ist da. Mist. Oh, warum sind denn so viele Leute hier drin? Mann, kann ich in Ruhe arbeiten? Ja. Nein, Chief, wir müssen gerade die Zugänge hier machen. Für den Herrn Decker auch noch, deswegen. Okay. Herr Winters! Ja. Da draußen sitzt eine Frau, die wartet auf Sie und die sitzt da schon seit 5 Minuten. Da muss ich mich um die Dame kümmern. Die muss auch bestimmt, nein, da geht's um was ganz Bestimmtes. Die werden der Dame jetzt gleich erstmal ein Geschenk geben und sich entschuldigen. Soll ich ihr, wollen Sie ein bestimmtes Geschenk? Weil mit Frau Bette läuft es ja nicht mehr so gut, solange wie die nicht mehr hier war, ne? Naja, haben Sie die kann verscharrt? Nicht laufen momentan. Warum? Ja. Ja. Warum kann die nicht laufen? Ja, so. Oh mein Gott, ist was passiert, Herr Winters? Haben Sie die ins Koma gevögelt oder was haben Sie gemacht? Nee, so ganz würde ich das nicht ausdrücken. Ganz dringend. Oh, ich muss dran. Mal warten Sie mal, Frau Denvers. Nee. Das hört sich so an, wie wenn man Wäsche ausschlägt. Ach, das habe ich gestern gehört, bei Herrn Konter, als ich ihn angerufen habe. Ja, aber da ging nur die Mailbox dran. Ja, der konnte jetzt, glaube ich, einmal auf sein Handy so zur Seite legen und ist irgendwie abgerutscht. Ich habe alles gehört. Yo, hey, ja, hier ist Louis, Mann, hinterlasse Nachricht. Warum hat Ihre Freundin zu Ihnen Daddy gesagt? Ja, das weiß ich auch noch nicht, das versuche ich herauszufinden. Roleplay oder was ist das da? Genau, wie in so einem Maid-Outfit. Was interessant ist. Hey, wo bist du mit dem Staubbeutel? Schauen Sie mal. Hintern. Wissen Sie, Herr Kunte, ne, ich habe Sie auf den Arm genommen, aber Herr Kukume ist schon direkt der hier eine Latte hat. Sehen Sie das? Ich bin leicht erregt. Ach, das ist der Schlagstock. Ist das eine Kanone in deiner Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? Genau.
genau. Ist halt so, übrigens, meine Herren, das ist halt Chief of Police Walter Weiß, ne? Ja, wissen Sie, ich habe... Warte mal, eine Frage habe ich. Warum trägt der Rekrut ein fucking kurzärmeliges Hemd? Wo sind wir denn hier? Genau, das dachte ich mir. Der Spind wurde überprüft, so viel dazu. Ach Leute, ich habe euch alle lieb. Ich hasse sie alle. Sie faulen Schweine. Was stehen Sie alle hier rum? Gehen Sie mal arbeiten. Sie stehen doch selber hier rum. Komm mal, da Winters, hält mich auf. Ja. Wir haben schon lange so viel weiter mit der Ausbildung. Es tut mir wirklich leid, dass das alles jetzt hier am Kommando ist. Gehe ich jetzt einfach mal raus. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Ich hab das Hemd angezogen, weil hier halt nichts drauf ist. Und ich dachte, Rekruten tragen das so. Nein, das können sie direkt. Tun sie das in den Spind. Sie tragen ein ganz normales, langärmeliges Hemd. Vor allen Dingen, wenn es 35 Grad ist im Schatten. Nein, sie haben das extra bekommen, damit sie das tragen können. Denn da ist kein Dienstabzeichen drauf, wie bei dem Herrn Sergeant Conte, wie Sie sehen. Somit ist das ersichtlich. Natürlich. So, okay, jetzt machen wir mal Step-by-Step. Warte mal ganz kurz. Also, Mr. O'Connell, Sie konnten sich einloggen, ja? Also, genau. Zieh ich mich jetzt so. Der Rest zu diesem System erklärt Ihnen nachher Captain Kuhn. Wir gehen jetzt gerade noch mal ganz kurz Ihren Spind machen, dann können Sie sich auch einstellen und dann kriegen Sie auch Ihr Dienstequipment. Okay. Sie kriegen jetzt noch Ihre Schlüsselkarte von mir. Damit haben Sie, also die Schlüsselkarte ist, Sie haben dann Zugang hier zu den Türen, zu den Autos und Klo, ja? Klo, genau, okay. So rum. Ich gebe Ihnen diese Schlüsselkarte jetzt, schreiben Sie da von mir aus irgendwas drauf, aber nicht PD oder so, ja? Also wenn Ihnen die irgendwann mal geklaut wird, sollte nicht unbedingt jeder wissen, dass das die Karte ist, mit der er Freiheit im PD hat, ja? Mhm, alles klar. Gut. Und eine erste Regelung, ganz, ganz wichtig, wenn Sie Türen aufmachen, machen Sie die auch wieder zu hinter sich, ja? Ist mir nichts Neues. Ich habe vorher im Sicherheitsdienst gearbeitet. Wenn wir da Schicht im MD oder so hatten, dann auch sofort wieder zu. Sehr schön. Melde mich mit verbessertem Anzug zurück. Klasse, Sie sehen wunderbar aus. So, fehlt Ihnen irgendwas noch? Nee, Sie haben noch keinen Account im System, richtig? Korrekt. Okay, so, dann machen wir das jetzt als nächstes gerade, dann kriegen Sie den, dann haben wir das auch, so. Wie war Ihr Name? John Decker, ja? Korrekt. Decker wie der Dachdecker, ja? Korrekt. Selber schuld. PD38, ja? Ja, Einspruch. Jawohl. Was Einspruch? Für seinen Nachnamen ist man nicht selber schuld. Dem pflicht ich bei. Winters. Doch. Ja, da könnt ihr heiraten. Ja, das liegt aber auch nicht. Also nicht Jones ist, zum Beispiel. Das Lewis geht nicht so Jones schnell mit dem Heiraten. Ja. Klar geht doch schnell. Fahren Sie mal nach Thailand. Abe Bennett. Ja gut, das wäre ja, klingt geil, oder? Ganz dringend. Wenn's ganz unter diesem Namen, haben Sie schon mal hier irgendwo im PD gearbeitet? Der Herr Decker. Nein, hat er nicht. Negativ. Haben Sie schon mal hier gearbeitet? Nein. Nein. Ja. Connell, wann haben Sie denn morgen Zeit? Oder wann haben Sie das nächste Mal Zeit? Ich hätte theoretisch, wäre ich morgen ab 15 Uhr für Sie bereit. So. Er ist eingeplant. Ja, ich hast du überlegen? Noch, ich bin tatsächlich morgen ab 15 Uhr für Sie bereit. Aha. Und dann wollen wir 15 Uhr direkt machen, dann treffen wir uns hier und beginnen. Mhm. Können wir gern so machen. Vergessen nämlich viel. Super. Ach, jetzt hat mein Schiff noch meinen Stift, verdammte Scheiße. Schauen Sie mal, Mr. Decker, kommen Sie mal hier neben mich an den PC. Dann versuchen Sie sich mal einzuloggen, Vor- und Nachname. Ja, jeweils die Anfangsbuchstaben groß getrennt mit einem Leerzeichen. Das Passwort ist LSPD2021. Klein, zusammen. Wenn Sie eingeloggt sind, ist das allererste, was Sie tun, einmal das Passwort ändern, ja? Jawohl. Ruf mich an. Ja, funktioniert. Heute Nacht. Hallo, Frau McAvoy. Frau McAvoy. Hey. Mensch. Woods. Hat geklappt? Milenzi, wo ist der am Ofen? Nicht hier. Forensik, der wahrscheinlich. Danke. Ja, das ist nicht auch die Forensik. Das ist jetzt die Aktenhölle. Hier riecht's nach Papier und so. Hier riecht's nach Papier und nach Wintersduftbäumen. So Tannennadel, Papier weißt und du, so Duftbaum-Tannennadel oder so. Ich hätte fast einen Scherz gemacht, der hättest du mich aber nach Hause geschickt. Ja, okay, hau raus. Vielleicht finde ich ihn gut. Wenn ich ihn gut finde, lache ich drüber und nee, ziehe drüber hinweg. Jetzt musst du ihn erzählen. Das war einfach nur respektlos von mir, wäre das gewesen, Herr Winters. Ja. Ja, okay, mit Captain Kuckuck. Möchte ich nicht wiederholen. Hat das geklappt, Mr. Decker, ja? Jawohl. Wundervoll. Perfekt. Gut, dann können Sie beide
können sich beide mal die Hände waschen. An der Tastatur sollten sie sowieso. Esse mal sehr fettig und während ich Akten schreibe und sie wissen schon. Also riecht es doch hier nach Papier und Wichse. Gyros. Achso, alles klar, gut, ja. Oh, zum Glück. Sie sich um. Er konnte. Wissen Sie, wo die Toiletten sind? Ich hatte jetzt hier noch keine Rundführung gehabt. Sie, Herr Decker? Jawohl, weiß ich. Ja, dann bringen Sie den Herrn O'Connell mal, dann gehen Sie sich beide mal frisch machen, ja, also so richtig mega frisch. Und jawohl, dann kommen Sie wieder hier vor das Büro hier. Jawohl. Alles klar. Perfekt. Also morgen 15 Uhr steht, abwart, ja? Ich mach schon mal ihren Spinn fertig. Ja, ja, steht natürlich, steht. Das mit dir doch nicht. Willkommen. Danke. Dann hier links. Ah, so. Boah, angenommen, angenommen. Elisa, warst du in Dennis sein Stream drin gewesen? Weißt du, ob ich da irgendwie anders aussehe? Weil es gab jetzt durch das Update, gab es jetzt einen Bug. Peyton hatte heute auch eine ganz andere Frisur und für Peyton muss ich heute auch ganz scheiße ausgesehen haben. Eigentlich sollte laut Discord der Bug wieder, normal gewesen sein, aber ich weiß nicht, ob du halt das bei Dennis gesehen hast, ob ich da irgendwie anders aussah. Ich weiß es nicht, weil ich sehe für mich halt normal aus. So.
So, ich bin wieder da. So. Noch, soweit hat alles geklappt mit dem genau. PC, ne? Soweit hat alles geklappt. Vielleicht nochmal eine kurze Frage wegen der Passwortzurücksetzung. Ist das unter Benutzersystem zu machen oder? Ganz links unten irgendwie. Ganz links unten, okay, gut, dann weiß ja. Ich Bescheid. Will ich das nochmal eben machen und dann. Super, Sie können sich auch ruhig noch einlesen, ne? Oh, kommt mhm. So mit. Das wäre gut. Sie können auch ruhig, wenn Sie hier an den Rechner gehen. Ja. Ich beug. Sie können dann aber. Wenn Sie reingehen. Wichtig ja. Ist immer, vorm Dienstantritt lesen. Dass Sie das mhm. Vom Dienstantritt einmal wissen, was da los ist. Klar, ist einmal eine Menge, aber... Also schwarzes Brett sowas, ne? Das ist das schwarze Brett, genau. Alles klar. Und dann, okay, wir haben noch mehr schwarzes Brett. Also vor jedem Dienstantritt lesen ist ein Einzelpunkt links oben. Mhm. Sehen Sie ja, ne? Ja. Den finden Sie auch nochmal im schwarzen Brett. Weil weiter runter ist dann das schwarze Brett. Da gibt es das ja. Auch nochmal drin. Wichtig ist jetzt für Sie nur, weil Sie sollen nicht erschlagen werden von dem ganzen Zeug. Dass Sie vorm jeden Dienstantritt, das sollte auch jeder vorm Dienstantritt lesen, und das Diensthandbuch, auch ne, ein bisschen weiter unten in der Spalte. Genau, Diensthandbuch. Das Diensthandbuch. Machen Sie sich bitte nicht verrückt durch diese ganzen Kommentare, fristlose Kündigung, Kündigung, dies, das steht da nur dabei. Das heißt nicht, dass Sie bei dem ersten Vergehen hier gekündigt werden, um Gottes Willen. Ja? Steht einfach nur da drin. Ja, der Vorteil ist tatsächlich, da ich ja vorher schon im Sicherheitsdienst gearbeitet habe, da gibt es ähnliche Voraussetzungen, auch mit interner, da darf auch nichts gesagt werden, deswegen, also, da bin ich tatsächlich sehr gut dabei eigentlich, deswegen. Perfekt, perfekt. Lass ich mich davon jetzt nicht so verunsichern. Aber da steht halt wirklich drin, ne, wenn Sie das machen, nicht machen, also wenn Sie da nicht drauf achten, werden Sie gekündigt, wenn Sie das machen, werden Sie gekündigt und so, das... Ich wurde ja tatsächlich bei im Sicherheitsdienst tatsächlich für das Stay Prison ja ausgewählt. Das war bei uns sowas wie eine Art Leckerbissen. Die halt wirklich sich gut da eingebracht hatten. Und da hat man mir auch gesagt, ja, wenn du das und das halt sagst, dann, dann kriegst du so und so viel dann halt und fristlose Kündigung und hast du nicht gesehen. Und ja, das hört sich so böse an. Am ne, besten noch so Kerke, aber ich dachte ja, okay, die müssen das jetzt halt sagen, weil die mich belehren müssen, aber deswegen sage ich auch, ne, ganz, ganz, es steht da so und natürlich, wenn Sie, aber im Grunde klar, wenn Sie interne ausplaudern, machen Sie sich strafbar und natürlich werden Sie gekündigt. Wenn Sie ein Verbrechen, was Sie sehen, nicht aufnehmen, natürlich werden, also, ne, das ist eigentlich alles selbstverständlich. Oder? So. Ja, das ist tatsächlich selbstverständlich. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, wenn Sie Fehler gemacht haben, stehen Sie dazu. Versuchen Sie sich nicht rauszuwinden, irgendwie, ne, das haben wir dem anderen Kollegen auch schon gesagt. Der Chief rechnet das eher hoch an, wenn Sie sagen, Chief, ich habe Scheiße gebaut. Wie kann ich das wieder gerade, wie komme ich da wieder raus? Und nicht, ich habe Scheiße gebaut, aber der und der und dies und das und jenes ist Scheiße. Einfach, ich habe Mist gebaut, Punkt aus. Was kann ich machen? Dann, ne, wir sind alles Menschen, wir machen alles Fehler, aber die Art, damit umzugehen, das ist halt bei jedem anders und wir sollten halt Fehler einmal machen und daraus lernen. Deswegen, da reißt niemand Ihnen den Kopf. Zur Hölle sind alle im Innendienst. Und bleiben Sie nicht einfach so die ganze Zeit im Innendienst. Ne? Sondern alles klar. Raus und tun Sie was. Jetzt natürlich nicht, das ist ganz klar. Das ist gut, das geht an die anderen. Das ist wirklich, die sollen auf der Straße, da ist die Arbeit, ne? Und klar, Akten schreiben ist auch, aber ich sag Ihnen was. Jeder, der länger als 10 Minuten an einer Akte schreibt, an einer Standardakte meine ich jetzt, der macht was falsch. Eigentlich haben Sie einen Fall, Sie machen kurz eine Aussage rein, fertig. Fertig, also 10 Herr Minuten, 15 Minuten. Ja. Können wir vielleicht einen kurzen Zwischenstopp einlegen? Ich glaube, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ey, klar, wir sind eigentlich schon durch, so wie selbst gesagt. Okay. Wir machen morgen weiter, okay? Sie wissen ja, was Sie lesen können und dann ist alles gut. Klar. Ich weiß nicht, Sie sind, glaube ich, zeitlich wegen dem Spind. Kann ich da drauf halt zugreifen? Sie können, schon, kommen Sie hier direkt. Okay, gut. Her. Alles klar. Ja, ich wollte nur eben kurz den Klogang abschließen und dann.
Ich muss mal ganz dringend, ich bin gleich wieder vor. Raus, raus, raus. Übrigens, ach so, perfekt, das ist ja Herr Kukum. Herr Kukum, Sie wollten ja da mal in der S. Ah, jetzt ist das Ding abgeschmiert. Jetzt bleibe ich da hängen. Das ist so dämlich, ey. Mann! Ah. So blöd einfach, weißt du, so blöd. Ah. Gott, ey. Ja, morgen 15 Uhr haben wir dann den Polizeidienst. Dann gehe ich jetzt gleich zu Mariah, kündige da. Oh, ich bin so happy, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, das mit der Auffassungsgabe, das ist halt dämlich, dass das so gelaufen ist. Aber gut. Ja, das ist, das kriegen wir aber hin. Schnelle Auffassungsgabe. Das war blöd. Da habe ich mich jetzt ein bisschen in die Scheiße reingeritten. Ne? Erzähl was von der schnellen Auffassungsgabe und kack da zweimal rein. Man merkt auch, da ist er, aber natürlich, dass es weiter weiß, da sagt er natürlich was, ne, sie haben gesagt, sie haben eine Auffassungsgabe, ne, da merkt man schon, das hat er mir jetzt so ein paar Mal in den Kopf geworfen, so, aber das ist okay, das ist okay. Das ist definitiv ein ganz anderer Umgang als bei Mayweather, das ist definitiv. Die Chefs waren dort, die haben sich mit einmal einen auf Augenhöhe unterhalten und du hast dich vielleicht eher getraut bei denen, firmeninterne Kritik halt anzubringen. Beim Walter Weiß überlegst du dir das, weil er so diese autoritäre Art halt richtig gut rüberbringt. Ne? Das ist so, obwohl er dann auch anders sein kann, so wie gerade und sich daneben stellt und mit einem halt Scheiße labern kann. Das ist, das sind immer so zwei Seiten. Der Walter Weiß erinnert mich so ein bisschen an einen, also so die Art, wie der Dennis da spielt, der erinnert mich an meinen, tatsächlich an meinen Ausbilder aus der Ausbildung. Ich habe tatsächlich, der war ähnlich, der konnte in einem wahnsinnigen Befehlston, konnte der dir den Marsch blasen, aber der konnte sich auch mit einem Glas Schnaps halt neben dir stellen und konnte richtig scheiße, also ich habe meine Ausbildung im Getränkehandel gemacht, ne, der hat sich dann mit einem Jack Daniels, hat er sich neben dir gestellt und hat irgendeinen Blödsinn gelabert, ohne Scheiß. Und dann können Sie da nochmal Ihre... Alles klar.
Ja. Ja, Jack, wie lief's denn? Ich wollte eigentlich gerade zu euch kommen. Ja, wir sind gerade in Ausbildung. Wie lief's denn? So, ihr seid bei der Ausbildung. Ja, das würde ich gerne persönlich machen. Also, ich würde gerne persönlich mit dir sprechen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ihr seid jetzt, wann seid ihr denn mit der Ausbildung fertig? Dauert noch. Dann nehme ich mir nochmal ein bisschen die Zeit zum. Dann nehme ich mir so ein bisschen die Zeit zum Nachdenken noch. Was kam jetzt beim Gespräch raus? Die würden mich nehmen. Wo ist abgelehnt? Die würden mich nehmen. Also, würde ich nehmen oder haben dich genommen? Die haben mich genommen. Sagen wir es mal so, ja. Also, ich würde gerne. Ich würde gerne dann bei denen halt arbeiten. Deswegen wollte ich halt zu euch kommen, dass also, persönlich also euch genommen oder angenommen und eingestellt oder. Ich habe noch nichts unterschrieben. Ich habe jetzt nur so gesehen die Zugänge. Also ich habe das auch mit euch halt erwähnt. Deswegen ich soll jetzt erst dann halt das bei euch halt erledigen und dann darf ich dann offiziell in den Dienst kommen. Also der beginnt halt wirklich erst, wenn ich halt den Arbeitsvertrag zurückgeschickt habe und ich mich halt bei meinem Ausbilder bei dem Herrn Kokum halt gemeldet habe. Alles klar, ja, dann... Deswegen wollte ich jetzt eigentlich fragen, wann ihr... also ich bin heute sowieso halt denn noch weiter da, deswegen... Ja, ich... wie lange bist du heute noch da? Noch eine Weile, also ich werde jetzt erstmal tatsächlich die gute Nachricht erstmal nach Hause bringen. Ja gut, ich rufe mal kurz jetzt Aiden und Finn nochmal an und werde dann nochmal da schon mal Bescheid sagen und dann Packen wir uns dann irgendwann. Also ich kann, also wie gesagt, ich kann dann halt in Zaku kommen. Ja, ist ich sag Bescheid, ich denk mal, er wird erst was gegen 23 Uhr werden, wenn überhaupt. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Alles klar, gut, ich sag kurz bei Aiden Bescheid. Alles klar. Gut, bis dann, okay, tschüss. Bis dann, tschüss. Jetzt wird eine Ära zu Ende gehen. Guck. Hallo. Da bleibt der letzte Munde. So. Klage uns dein Leid. Ich bleibe auch mit. Okay, gut. Mein Leid ist, ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch beim LSPD gehabt. Und die würden beziehungsweise haben mich tatsächlich genommen. Also ich habe die wohl überzeugen können, obwohl ich im Gespräch, muss ich ehrlich sagen, richtig Zweifel hatte, ob die mich nehmen würden. Weil ich einmal dachte, dass der Walter Weiß mich da in so eine richtig schöne Falle gelockt hat, aber der hat nämlich das Gespräch mit mir geführt. Ui. Aber ich konnte doch halt wohl von mir überzeugen. Das war die Bewerbung, die länger da lag, ne? Genau. Wann hast du Bescheid bekommen? Jetzt lass mich mal, ich glaube, ich wurde Donnerstag, glaube ich, angeschrieben. Letzte Woche. Mhm. Also quasi just an dem Punkt, wo ich weg war. Genau. Ich hatte auch versucht gehabt, sie zu erreichen. Hör auf mich zu siezen, verdammt nochmal. Ich weiß gar nicht, ich musste da hoch. Entschuldigung, ich muss ganz kurz auf Toilette. Ich musste da hinten gerade jeden siezen, ich bin da jetzt gerade so drin gewesen. Also ich hatte halt versucht gehabt, dich halt zu erreichen. Dann war ich halt selbst am Wochenende. Hättest du mich auch anrufen können. Ja, das stimmt auch. Das hätte ich auch mal. Aber wie gesagt, dann kam das Wochenende, wo ich halt selber nicht. Ich war auch nicht da. Deswegen, ich bin heute den ersten Tag wieder da. Dann hatte ich halt, weil ich dann halt so gesehen dann auch wieder auf dem Damm soweit war, habe ich dann, okay, gut, dann muss ich zumindest jetzt mal einmal Bescheid sagen. Mhm. Deswegen hatte ich gestern mit Shakira halt gesprochen gehabt. Deswegen, also ich wäre sonst eigentlich, weil sie halt gesagt hat, dass ich halt in Ruhe halt hingehen kann. Und wäre die Bewerbung jetzt nicht gekommen, also von mir selber, hätte ich jetzt halt nichts mehr hingeschrieben, weil ich mich hier so weiter durchgeführt habe. Also ich habe mich auch halt wohlgefühlt und habe hier auch ja einiges erreicht und sogar an Erfahrung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, lernen und mitnehmen können,
die mir wahrscheinlich heute den Arsch gerettet haben. Mhm, wieso? Aber man konnte mir an einigen Fallbeispielen, die ich da heute bekommen habe, ging es eher darum, halt einen kühlen Kopf zu bewahren und trotzdem gut zu reagieren. Und das habe ich hier lernen können. Mhm. Nicht ganz so impulsiv zu handeln oder vielleicht irgendwas Falsches zu machen. Deswegen. Und für mich war es eigentlich immer ein Traum, Polizist zu werden. Deswegen fiel für mich auch die Entscheidung, das Gespräch eigentlich wahrzunehmen. Wären die jetzt nicht gekommen, wäre ich jetzt selber nicht mehr zum PD hingegangen. Du hast sie wahrgenommen, sie wollen dich haben. Also? Genau. Würde ich dann gerne hier aufhören, dann im PD halt arbeiten. Mhm. Du weißt schon, dass du da eine 4-Wochen-Sperre hast, ne? Genau. Nein, Spaß, ich nehme dich auf den Arm, die kriegst du natürlich nicht. Ich weiß, wir hatten im Bewerbungsgespräch, hatten wir damals gesprochen gehabt, was. Du hast ja versucht, mich zu erreichen. Genau. Ich muss auch sagen, irgendwie ist das trotz alledem nicht so eine leichte Entscheidung gewesen. Sag dir ehrlich, vielleicht sind wir bald Kollegen. Achso, okay. Oh, ja, die haben selbst, sind noch einige Hürden. Die haben, ja, also so wie der Walter Weiß das heute durchblicken ließ, die brauchen selber halt eine Menge Leute. Also ich habe, glaube ich, dreimal die Frage bekommen. Also sie würden dann aber auch in den Dienst halt kommen. Hä? Okay. Das hat man mir heute ein paar Mal gefragt, ob ich dann halt wirklich in den Dienst halt kommen würde. Und ich sagen würde, okay, gut. Wenn ich den Arbeitsvertrag zurückgeschickt habe, was ich aber noch nicht gemacht habe, dass ich dann halt sage, okay, gut, jetzt habe ich ja alles, jetzt bleibe ich erstmal zu Hause und kann jetzt sagen, ich bin im PD eingestellt und komme da nicht zur Arbeit. Ich scheine da wohl auch solche Sachen zu haben. Ja, aber für mich ist das eigentlich ein Kindheitstraum, der da jetzt wahr wird. Deswegen kommt das eigentlich für mich nicht in Frage, da jetzt zu sagen, nee, ich habe da jetzt keine Lust. Das ist doch wundervoll. Die dachten, das eine Fall, also ich muss sagen, wenn man das mal so überlegt, wie das bei uns halt abläuft und wie das bei denen halt abläuft, bei einer haben die mich halt wirklich bekommen, da ging es halt darum, dass halt irgendwie ein hoher Captain halt umgebracht wurde oder halt angeschossen wurde. Der Täter schmiert sich da, der Weiß hatte da richtig als Psychopathen halt beschrieben, der lacht dann und gackert über seine Tat quasi, freut sich richtig, dass der jetzt ins MD muss. Und dann ist der Captain halt im MD halt verstorben. Und nur ich und der Chief wären halt da gewesen. Der Täter sitzt dann mittlerweile in der Zelle drin. Und er würde halt dann hingehen und den Täter halt soweit in der Zelle bewusst schlagen, dass er nicht mehr hochkommt. Was ich dann tun würde. Und da hab ich dann gesagt, ich würde das melden. Ich würde den Chief halt anzeigen. Ja. Ist ja er blieb so. immer dabei und wurde auch richtig laut. Und meinte, sie wollen wirklich den Chief, also sie wollen mich ihren Arbeitgeber, ich meine, sie kosten ihr Geld, aber ne, sie wollen wirklich. Der Chief mich ist nicht halt, dein Arbeitgeber. Sie wollen halt mich halt anzeigen. Ja, er hat es aber so artikuliert und ich bin da dabei geblieben. Da meinte er noch, ja, jetzt gehen sie raus, was bewerben sich hier für Leute? Und ich bin halt dabei geblieben. Ich habe halt gesagt, er wollte halt noch wissen, warum. Dann habe ich halt geantwortet, Herr Weiß, das ist so, ich würde es ja trotzdem halt anzeigen, weil wir als erstes loyal gegenüber dem Gesetz sind. Es gibt Gesetze, die dafür sorgen, dass dieser gestörte Mann seine Strafe bekommt. Das ist richtig. Aber einfach Gewalt an einem Häftling zu verüben, da würden wir uns über dem Gesetz stellen. Das ist nicht unsere Sache. Ja. Das wäre auch so, da gehen wir ja auch nicht rein und prügeln die Häftlinge, bis sie nicht mehr hochkommen. Das machen wir auch nicht. Also, aber er war überrascht. Das war auch die einzige Frage, wo ich auch sicher vom Gefühl wusste, okay, gut. Die hatte ich sicher. Mhm. Also ja. Da muss ich echt zugeben, der weiß, der versteht das echt, einen in die Irre zu führen. Ja, du musst halt als Officer stets aufmerksam sein. Ja, das stimmt. Da hatte ich auch nur eine, wo ich ein bisschen nachziehen musste. Ansonsten lief das gut. Also, aber wie gesagt, das blieb halt wirklich, das habe ich auch halt nur hier gelernt, halt auch in stressigen Situationen den Kopf zu bewahren. Und dann wirklich klar bei der Sache zu bleiben. Mhm. Ja, Finn. Wieder ein guter Officer, den wir geformt haben. Ja, das ist richtig.
Ja, er meinte auch, ob ich ein Problem hätte, damit ganz unten anzufangen. Ey, wenn man irgendwo neu reinkommt, fängt man immer unten an. Ja, er wollte testen, ob ich, also ich glaube, das war mehr so drauf, ob ich halt so ein Karrieretyp bin, der auf einem gewissen Rang halt steht. Oder ob ich sage, okay, gut, ich lasse mich ausbilden, dann sammle ich Erfahrung und dann sehen wir mal, wohin meine Qualifikationen halt reichen. Dann meinte er nur, ich merke mir das, werde mir ihr Gesicht merken. Wenn sie rangeiern, sind sie draus. Ja, genau. Hey. Und dann hat man das. Sich nicht über seinen Rang. Und dann hat man das Gegensatz und dann kommt man an den, ich weiß nicht, ob Sie den Officer kennen, den Herr Kurkum. Ja. Das ist totales Gegenteil. Also der ist dann. Der ist tiefenentspannt, ich weiß. Der ist tiefenentspannt, das ist was ganz anderes als der weiß, wo man dann. Teilweise denkt man sich, dass der gekifft hat, aber er hat es halt nicht. Das ist auch tatsächlich der, der mich jetzt die ersten Tage so ein bisschen dann halt an die Hand nimmt und mich in den Polizeidienst halt einweist. Hm. Jo. Hört sich gut an. PD 31. Kenne ich gut. Ja. Ich darf jetzt die 26 kriegen. Ui. Was anderes war nicht mehr frei. Alles vor. Passt. Alles vor. Also das, was ich mir gewünscht habe. Ja. 28. So. Die hatte ich mir auch eigentlich gewünscht gehabt. Aber die war schon vergeben. Ja, schade. Dann meinten die, ja, die 26 wären noch frei. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut. Da habe ich kein Problem. Mit. Alter, ich würde einfach von 1 anfangen durchzunummerieren. Ja, das war auch erst der Plan. Aber Wunschzahl. Wo denn hier? Naja. Okay. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Mhm. Eventuell sieht man sich. Mhm. Genau, ich muss noch, glaube ich, noch eine Sache wiedergeben. Auf die ID-Karte. Das ist richtig. Von den Dienstwagen. Gibst du die einmal Finn, bitte? Ja. Ich muss noch eine andere Sache durchführen. Ich werde einmal kurz in den Spind gucken. Ja, natürlich. Dann. Welche Karte hattest du denn? Connell. Ja. Top. So. Warte, warst du heute arbeiten? Nein. Dann kann ich dich herausschmeißen. Genau. Wir hatten das schon, dann setzte mich durch, falls wir heute keinen Lohn bekommen. Achso. Das wäre kacke gewesen. Dann müsstest du. Man muss ja jetzt auf Suchen drücken, oh Gott. Ja, ja. Dann müsstest du uns tatsächlich nur noch einen Gefallen tun. Ja. Eine offizielle Kündigung per E-Mail schreiben. Das krieg ich hin. Das ist seit heute so im Gesetz drin. Das kriegen wir hin. Genau, perfekt. Gut. Supi. Dann machen wir jetzt auch Feierabend, Aiden. Richtig. Ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Weg. Ja. Lass dich nicht ärgern, lass dich nicht abschießen. Euch dann auch nochmal alles. Ja. Gute. Und das ist wenn du uns mal anhältst, ne, sei nachsichtig. Werdet euch auf keinen Fall vergessen. Das ist also auch nochmal danke für die Chance, die mir die Monate gegeben habt. Also, ich denke, wäre heute kein Mann, der heute ins PD gekommen wäre, wenn ich nicht hier wirklich gearbeitet hätte und wie viel mitgelernt hätte. Deswegen danke nochmal für die Chance, die ihr mir gegeben habt. Deswegen danke. Kein Problem. Jo. Ja, gut. Dann euch auch nochmal einen schönen Feierabend. Dann habe die Ehre. Genau. Habe die Ehre. Auf baldiges Wiedersehen. Auf baldiges Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jelle Kündigung.